Sie war im Rahmen ihres Studiums, war sie für 2 Wochen dienstlich in New York, in Washington D.C. und hat dabei auch die Gelegenheit genutzt, sich Baltimore und für Fans von The Wire immer ein gern genommener Ort, aber auch ansonsten eine schöne Stadt und Philadelphia anzuschauen. Und sie war später nochmal für eine Woche in Boston. Heidi ist Fan von Edgar Allan Poe, von Taylor Swift und kennt die USA vor allem durch die ersten 20 Staffeln der Simpsons. Ja, eine gute Basis. I mean, das ist mehr als viele Leute zu bieten haben. Also das ist schon eine Menge. Und wer Heidi in ihrem Element sehen will, der muss sich TikTok runterladen. Die jungen Leute haben das alle schon auf ihrem Telefon. Die Alten können es nicht mal aussprechen. Heidi hat dort sage und schreibe 220.000 Follower und Followerinnen. Das ist beachtlich. So, Heidi, schön, dass du heute da bist. Und jetzt switchen wir die Rollen. Genau. Ja, doch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, weil meine USA-Kompetenz eben auf den Simpsons beruht, habe ich gedacht, nutze ich jetzt die Gelegenheit, die vielleicht ein bisschen zu erweitern. Und ihr habt schon gehört, die ersten 20 Staffeln, also ich hänge ein wenig zurück. Aber seien wir ehrlich, die neuen Folgen sind nicht ganz so gut. Und ja, ich freue mich sehr, morgen Stefan auch bei uns in der Gruppe zu Gast. Aber heute machen wir erstmal eine coole Veranstaltung. Und zwar ist Stefan ja seit März 2024 RLS-Büroleiter in New York und damit verantwortlich nicht nur für die gesamten USA, was schon eine Leistung wäre, sondern auch noch für Kanada und die UNO gleich noch mit. Weil man will ja auch ein bisschen was zu tun haben, ne? Und er hatte schon gesagt, wir haben uns knapp verpasst. Er war nämlich von 2009 bis 2021 Abgeordneter für die Linke im Bundestag und dort unter anderem außenpolitischer Sprecher und hat es trotzdem geschafft, nicht wahnsinnig zu werden. Das ist schon mal eine große Leistung. Und er war zudem auch noch stellvertretender Vorsitzender der US-amerikanischen deutschen Parlamentariergruppe, was auch in der Linken auf jeden Fall eine spannende Position ist. Und was ich besonders beeindruckend finde, ist, dass Stefan es geschafft hat, diesen Wahlkreis hier, der Pankow und ganz viel anderes umfasst, was ich nicht aufzählen kann, dreimal direkt zu gewinnen. Das schaffen wir aktuell nicht mehr so sehr, aber vielleicht haben wir nächstes Jahr noch mal eine Chance. Vielleicht hast du ja Sehnsucht, ich weiß es nicht. Subtiler Hinweis an dieser Stelle. Und nachdem er nicht mehr im Bundestag war, ist er erstmal 2022 und 2023 als Fellow der Rosa-Luxemburg-Stiftung durch USA, Kanada und Deutschland getourt und gependelt und hat sich dort mit dem progressiven Amerika, das es irgendwo zu geben scheint, da wusste ich gleich noch mehr zu berichten, auseinandergesetzt und auch darüber berichtet. Und mittlerweile ist er aber auch privat in New York angekommen, lebt dort mit einer amerikanischen Journalistin. Das sind bestimmt auch immer sehr spannende Debatten. Beide haben eine 12-jährige Tochter und auch 3 Katzen, was ich nochmal besonders toll finde. Und deswegen, nicht nur ich bin bei TikTok, sondern Stefan mit der Stiftung auch. Und Katzen ziehen ja auf jeden Fall immer sehr, sehr gut. Also ihr könnt auf jeden Fall auch Stefan folgen, der gibt da auf jeden Fall sein Bestes. Und hat euch spannende Sachen aus der Rosa Luxemburg, New York und Brooklyn, wo er jetzt lebt, erzählt. Deswegen findet ihr da auch unter Brooklyn liebig überall. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und ich habe richtig tolle Fragen vorbereitet, aber vielleicht nimmst du mir schon ein paar dann vorweg. Und genau, das ist jetzt der erste Stopp deiner Tour. Du bist ja dann noch in anderen Städten, zum Beispiel bei mir in Hannover unter anderem, was ich sehr cool finde. Genau, ich bin gerade heute Morgen gelandet, habe mich so ein bisschen schlafen gelegt. Ich hoffe jetzt, dass nicht der Jetlag zuschlägt, während ich hier die Veranstaltung mache. Und gehe morgen in den Bundestag und spreche dort mit meinen ehemaligen Kollegen und den neuen Kollegen, die ich noch nicht kenne. Und fahre dann nach Rostock, nach Hannover, nach Frankfurt, nach Hamburg, nach Fürstenberg an der Havel und nach Erfurt. Und dann geht es wieder zurück. Und ich hoffe, dann habe ich viele Leute informiert darüber, was ich denke, was wissenswert ist über die USA, gerade im Moment. Ich habe dafür, wie man das heute so macht, einen kleinen Vortrag vorbereitet. Heidi ist aber herzlich eingeladen, mich an jeder Stelle zu unterbrechen, Zwischenfragen zu stellen, Bemerkungen zu machen. So ein Unsinn, habe ich da noch nie gehört. Das wird ungefähr, ihr seid sozusagen heute mein Testpublikum, ich hoffe, es wird ungefähr 30 Minuten dauern. Ich konnte die noch nicht Probe halten. Und dann unterhalten Heidi und ich uns über die USA. Und damit würde ich jetzt auch beginnen. Und zwar mit diesen beiden Herrschaften. Das sind die beiden Slogans, mit denen wir es in diesem Jahr bei den Wahlen zu tun haben. Ein altbekannter Slogan, den Trump bereits bei seinen letzten Wahlkämpfen genutzt hat. Make America Great Again. Und Harris hat darauf geantwortet, es wird mit uns kein Zurück in die Vergangenheit geben. Und diese Unterschiede beschreiben auch die viel zitierte Kluft, die es in den USA
schon lange gibt, aber die, glaube ich, im Moment besonders tief ist. Und da lohnt ein Blick zurück. Das ist halt ein Land, in dem Auseinandersetzungen schon immer in erbitterter Härte geführt wurden. Es ist ein Land, das sehr viele unerfüllte Verheißungen ausgesprochen hat. Der berühmte Traum vom Tellerwäscher zum Millionär, der immer weniger möglich ist. Es gab Perioden der Grausamkeit in der US-Geschichte und bis heute streiten sich die Amerikaner und Amerikaner darüber, wie ihre Geschichte eigentlich an den US-Schulen unterrichtet werden soll. Am Anfang im 18. Jahrhundert gab es eine Revolution. Man hat gesagt, man will nicht mehr das göttliche Recht der Könige akzeptieren. Aber es gibt eben auch eine Tendenz, dass Bewegungen für mehr soziale Gerechtigkeit, gegen Rassismus, gegen Diskriminierung, auf schlimme Ablehnung und Feindseligkeit stoßen. Und einige der Bollwerke der Unterdrückung, die es in den USA gab, haben auch heute noch Konsequenzen. Also die Versklavung afrikanischer Arbeitskräfte. Es ist bis heute so, wenn man in bestimmten Gebieten in den USA unterwegs ist, sieht man, in welchem Stadtteil mehr die schwarze Bevölkerung lebt, in welchem Stadtteil mehr die weiße Bevölkerung lebt. Es gab vor allen Dingen im Süden der Vereinigten Staaten ein System von Apartheid und Rassentrennung bis ins letzte Jahrhundert. Es gab den Genozid und die Vertreibung der indigenen Völker, bevor die weißen Europäerinnen und Europäer dort angelandet sind. Es gab und gibt eine brutale Politik gegen Immigrantinnen. Es gibt Abschiebungen während des Zweiten Weltkriegs, eine Geschichte, die jetzt auch vielleicht nicht ganz so bekannt ist, die Inhaftierung von US-Amerikanern, Amerikanern in Lagern, die japanischer Herkunft waren. Es gibt den Kampf gegen die Bevormundung von Frauen, aber es ist immer noch so, dass das auch in diesem Wahlkampf wieder ein Wahlkampfthema geworden ist. Also auch da ist noch viel zu tun. Und der Rassist, Sexist Donald Trump will wieder ins Weiße Haus zurückkehren. Und hier kurze Anekdote eingeschoben. Als der Wahltag war, an dem Hillary Clinton und Donald Trump gegeneinander antraten, da war ich mit Kollegen aus dem Bundestag ins ZDF-Morgenmagazin eingeladen. Und natürlich gingen alle davon aus, dass Hillary Clinton gewinnen wird. Hat sie dann bekanntermaßen nicht. Und dann wurden wir dazu befragt. Und ich habe dann gesagt, der Rassist und Sexist Donald Trump. Und dann sagt mir eine Kollegin, das kannst du jetzt aber nicht mehr sagen, weil der ist jetzt Präsident. So, als würde sich das dadurch ändern. Und dieser Mann, der inzwischen mehrfach sowohl als Präsident, nämlich in einem Amtsenthebungsverfahren, aber auch als Privatperson angeklagt und auch verurteilt wurde, tritt wieder an. Er hat gesagt, er will bei einem Sieg wie ein Diktator regieren. Er hat angekündigt, dass er die Bundesregierung umbauen will, dass sie vor allen Dingen ihm dient. Er will seine Macht nutzen, um Rivalen zu bestrafen. Er will kritische Medien unterdrücken. Aus all dem macht er kein Geheimnis. Das erzählt er jeden Tag in seinen Reden. Er macht eine nach wie vor üble rassistische Aufhetzung gegen Teile der Bevölkerung, aber auch gegen Migrantinnen und Migranten. Das, was jetzt wahrscheinlich am bekanntesten geworden ist, war "They eating the cats, they eating the dogs". Also da ging es um Menschen aus Haiti, die dort aus Haiti fliehen, weil dort in dem Land ein furchtbarer Bandenkrieg stattfindet, die legal in den Vereinigten Staaten sind. Das heißt, sie waren nicht illegal dort. Die hatten einen legalen Aufenthaltsstatus. Gegen die hetzt er mit dramatischen Konsequenzen. Und Tim Walz, der Vizepräsidentschaftskandidat, hat das Ganze als weird bezeichnet, also als seltsam. Es ist, glaube ich, noch viel, viel schlimmer. Und das ist zutiefst beunruhigend für zig Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner. Und eigentlich stellt sich die Frage, wieso ist so jemand eigentlich immer noch ein relevanter Bewerber um das Amt des Präsidenten? 46% der Amerikanerinnen und Amerikaner unterstützen ihn. Das ist der Stand, bei dem wir jetzt sind. Und leider, dazu kommen wir in wenigen Augenblicken, kann das beim US-Wahlrecht auch ausreichen, dass er wieder Präsident wird. Die Medien sichern ihm Aufmerksamkeit. Seine Anhängerinnen und Anhänger scheren sich nicht um die vielen Skandale und Verurteilungen. Und er hat seine Partei, die Grand Old Party, die Republikaner, die Partei, die mit Abraham Lincoln mal die Sklaverei abgeschafft hat, die hat er inzwischen in eine rechtsradikale Trump-Sekte verwandelt. Als ein Beispiel, die Vorsitzende des Republikanischen National Committee, also vergleichbar mit Parteivorsitzenden bei uns, wiewohl Parteivorsitzende dort eine andere Rolle haben als bei uns,
ist seine Schwiegertochter. Das ist so die Lage. Er verlangt von Parteiführern im Repräsentantenhaus, im Senat, absolute Loyalität. Er geht persönlich gegen Republikaner vor, die sich weigern, sich seinem Diktat zu unterwerfen. Es gibt keinen Raum für abweichende Meinung. In seiner ersten Amtszeit, da haben viele Republikaner gesagt, naja, aus Opportunismus, wir ignorieren seine rassistischen und fremdenfeindlichen Ausbrüche, weil er liefert ja. Also was hat er für die Leute geliefert? Sagt, eines war diesen Republikanern sehr wichtig, nämlich die Unterstützung der Reichen. Also entgegen dem, was er vielen seiner Wähler verspricht, ich bin einer von euch, unterstützt er die Reichen, er senkt die Steuer für die Reichen, das war ihm wichtig. Und zum Zweiten hat er ein Bündnis mit den christlichen Evangelikalen geschlossen. Und da ging es vor allen Dingen um ein Thema, nämlich das Recht auf Abtreibung, das landesweite Recht auf Abtreibung zu kippen. So, und das hat er geschafft. Er hat beide Forderungen erfüllt. Und deswegen haben diese Leute aus Opportunismus ihn unterstützt. Dann gab es die letzten Wahlen 2020. Er hat 7 Millionen Stimmen weniger bekommen als Joe Biden und hat aber bekanntermaßen bis heute das Wahlergebnis nicht anerkannt. Er hat seine Anhängerinnen und Anhänger aufgehetzt, bis sie schließlich das Kapitol am 6. Januar 2021 gestürmt haben. Ich habe wenig später waren hier Mitarbeiter des US-Kongresses bei uns im Bundestag zu Gast. Und es war schon krass, von denen zu hören, wie sie sich in ihren Büros verbarrikadieren mussten, wie blutende Leute in ihren Büros um Hilfe gesucht haben. Es ist so ein Wahnsinn, dass jemand, der dafür Verantwortung trägt, immer noch um das Amt des Präsidenten ringen kann. Das war der Moment, wo es erstmals ganz kurz und von zu wenigen Leuten Widerspruch gegen ihn gab. Es gab einen kurzen Moment, wo auch die Parteiführung ihm widersprochen hat. Wir haben dann ganz schnell das gelassen. Und dann war es eine kleine Handvoll, die bekannteste wahrscheinlich Liz Cheney, die gesagt haben, wir gehen dagegen vor, wir unterstützen ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump, aber die Mehrheit seiner Partei hat das verhindert, deshalb kam es nicht dazu. Und inzwischen geht er einfach noch einen Schritt weiter. Er hat jetzt gesagt, er will seine zweite Amtszeit nutzen, und ich zitiere ihn hier, gegen all die linksradikalen Kriminellen vorzugehen, die wie Ungeziefer in den Grenzen unseres Landes leben, die Lügen stehlen und bei Wahlen betrügen und alles Mögliche tun werden, ob legal oder illegal, um Amerika und den amerikanischen Traum zu zerstören. Er kann solche Sachen einfach sagen, Menschen als Ungeziefer bezeichnen und es gibt de facto keinen Widerspruch. Und was mich auch sehr erschüttert hat, als er dann jetzt endlich einmal vor einem Gericht in New York verurteilt wurde, da sind ja seine ganzen Vasallen dort angetreten, um Loyalität zu bekunden. Und darunter war dann auch Mike Johnson. Mike Johnson ist der Sprecher des Repräsentantenhauses, der ist nach der Hierarchie in den USA ist Entschuldigung, Bärbel Baas, aber es ist die Rolle des Sprechers des Repräsentantenhauses etwas anders als Bundestagspräsidenten. Das ist also eine aktive, wichtige politische Rolle. Und der stand dann vor dem Gericht und hat das Gericht kritisiert und Donald Trump verteidigt. Diese Partei ist keine normale konservative, keine normale bürgerliche Partei. Es ist ein rechtsradikaler Kult. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite. We are not going back, hält Kamala dem entgegen, die Vizepräsidentin unter Joe Biden. Sie hat gegenwärtig, ich habe jetzt extra nochmal geguckt, ne, gestern, wie die letzten Umfragen waren, 49% hinter sich, 3% mehr, wie gesagt, zum Wahlrecht sage ich später nochmal was. Trump hat ein bisschen gebraucht, um für sie eine seiner beliebten Beschimpfungen zu finden, hat ein bisschen rumexperimentiert mit Lying Kamala, das verfing nicht so richtig. Und dann war sein Gag, auf den er sich eingelassen hat, Comrade Kamala, also Genossin Kamala Harris, die linksradikale Marxistin, das ist natürlich der blühender Unsinn. Ich will aber ein paar mehr Worte über sie sagen, weil anders als Trump, den wir ja leider sehr gut kennen, ist sie noch nicht so gut bekannt. Also, zurückzukommen auf TikTok. Wenn auf TikTok abgestimmt werden würde, wäre sie schon die Präsidentin. Als sie ihre Kandidatur verkündet hat, und ich lebe ja mit einer TikTok-Expertin zusammen, Lucien, 12 Jahre alt, die sitzt den ganzen Tag davor, und wenn ich manchmal was über Politik gefragt habe, ob das auf TikTok eine Rolle spielt, so, nein. Aber als Kamala Harris nominiert war, war alles voll. Das berühmteste war ihre Rede, in der sie sagt, dass wir alle nicht aus einem Kokosnussbaum gefallen sind,
So, was am Anfang so ein bisschen belächelt wurde, aber das verkehrte sich dann ins Gegenteil, weil sie ja im Prinzip erklärt, dass wie man aufwächst, hängt natürlich mit dem Kontext zusammen, in dem man aufwächst. Und das ist ja eigentlich eine ganz kluge Bemerkung, die ein bisschen lustig beschrieben wurde. Es wurden Gags gemacht darüber, wie sie lacht, aber auch das wurde dann eher was Positives. Naja, und dann kamen die ganzen Künstler. Charlie XCX, Taylor Swift, Beyoncé, einer nach dem anderen kam raus und hat sie unterstützt. Und jetzt würde man sagen, ja, die ganzen jungen Leute, nein. Also vorhin bei der Liste war auch Bruce Springsteen dabei und auch Willie Nelson, also auch die Älteren, haben sie an ihre Seite gestellt. Frage ist, reicht das? Also auch Hillary Clinton hatte damals die Unterstützung von vielen Künstlerinnen und Künstlern und am Ende hat es nicht gereicht. Ein paar Worte über Kamala Harris. Die heute 59-jährige Kamala Harris kam im kalifornischen Oakland zur Welt. Ihre Mutter ist eine Krebsforscherin, eine tamilische Krebsforscherin, die aus Indien in die USA eingewandert ist. Dort in den USA hat sie Kamala Harris' Vater, Donald J. Harris, kennengelernt, der aus Jamaika ins Land gekommen ist. Und hier kommt ein bisschen das Marxistische ins Spiel. Denn einige Menschen haben ihren Vater, der Ökonom war, als marxistisch bezeichnet. Er lebte dann mit der Familie, bis Kamala 5 war. Ich weiß nicht, ob das dann geschafft hat, in den 5 Jahren hier den Marxismus einzuimpfen. Danach hat er die Familie, haben sich die Eltern getrennt, aber er blieb Teil ihres Lebens. Ich glaube, prägender war für sie, dass ihre Eltern in den 60er Jahren aktiv bei der Bürgerrechtsbewegung unterwegs waren. Sie war im Kinderwagen bei den Demonstrationen gegen Rassentrennung dabei. Und sie hat auch in ihrer Schulzeit etwas erlebt, was sie dann auch in der Debatte mit Joe Biden zur Sprache gebracht hat. Also sie hat sich ja im Jahr 2020 auch als Präsidentschaftskandidatin beworben. Da gab es eine ganze Reihe von Kandidaten und Kandidatinnen der Demokraten. Und dann hat sie Joe Biden auf etwas aus seiner Vergangenheit angesprochen. Und zwar in den USA. Ich hatte ja gesagt, dass die wohlhabenden weißen Gebiete und die ärmeren schwarzen Gebiete voneinander auch räumlich getrennt sind. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in den Schulen wieder. Und es gab die Überlegung, dass man durch Busing, also dadurch, dass Schulkinder in Busse gesetzt werden, von einer Region in die andere gefahren werden, dass man dadurch mehr Gerechtigkeit schafft. Und die weißen Segregationsbefürworter, und dazu gehörte auch Joe Biden, waren damals dagegen. Und Harris sagte in der Debatte, es gab damals ein kleines Mädchen in Kalifornien, das in der 2. Klasse war, das jeden Tag mit dem Schulbus zur Schule gebracht wurde, als unsere öffentlichen Schulen integriert wurden. Und dieses kleine Mädchen war ich. Also es war auch ihre Geschichte. Sie hat dann 2003 das erste Mal für ein politisches Amt kandidiert, als Bezirksstaatsanwältin in San Francisco gegen den Amtsinhaber, hat gewonnen als erste Person of Color in diesem Amt und 8 Jahre später als Generalstaatsanwältin von Kalifornien und hat auch hier als erste Person of Color und als erste Frau das Amt gewonnen. Und hier lohnt es sich ein bisschen hinzuschauen, was sie dann in diesem Amt gemacht hat. Da gehen die Meinungen auseinander und wer mich kennt, weiß, ich bin ein großer Freund von Differenzierung. Das heißt ja immer, wer differenziert, verliert und schwarz-weiß ist so viel einfacher, aber das Leben ist eben ganz oft nicht so schwarz-weiß. Also, sie ist für Prävention eingetreten, anstatt harte Bestrafung. Sie hat gesagt, ich bin gegen die Todesstrafe. Und da habe ich neulich gerade in einer Doku noch eine Geschichte gesehen, die ich so nicht wusste. Nämlich unmittelbar nachdem sie im Amt war, wurde ein Polizist umgebracht. Und dann gab es natürlich, so ist das eben in den USA, die massive Forderung, dass der Mörder hingerichtet werden soll. Sie war aber gegen die Todesstrafe. Und sie als frisch gewählte Staatsanwältin hat gesagt, ich werde nicht die Todesstrafe fordern. Da ist natürlich die Polizeigewerkschaft ausgeflippt und viele Leute haben das nicht verstanden. Und Dianne Feinstein, eine demokratische Politikerin, die vor kurzem gestorben ist, die war damals sozusagen die Nummer 1 in Kalifornien. Die hat dann auf der Trauerkundgebung Kamala Harris kritisiert dafür. So. Und sowas hinterlässt natürlich Spuren. Aber sie ist bei ihrer Meinung geblieben, hat dazu gestanden, hat aber später eben auch Ausnahmen gemacht, was vielleicht auch damit zusammenhängt, in welchem Kontext man solche Debatten führt. Sie hat sich für die gleichgeschlechtliche Ehe eingesetzt, für stärkere Waffenkontrollen, aber sie war eben auch jemand, die Gesetze gegen Schulverweigerung verschärft hat, was bis hin zu Haftstrafe für die Eltern, was ganz oft auch schwarze Eltern betroffen hat und wofür es Kritik gab. So, und von links gab es dann viel Kritik, dass sie zu wenig gegen Polizeigewalt gemacht hat, zu wenig für Legalisierung von Drogen. Und manche Linke in den USA nennen sie heute immer noch polemisch COP. Sozusagen, also es gibt sozusagen aus linker Sicht
Kritik an ihr, dass sie damals zu sehr die Rolle des Staates, der Polizei vertreten hat. 2016 hatte sie die Unterstützung von Barack Obama und seinem Vizepräsidenten Joe Biden als Senatorin zu kandidieren. In dieser mächtigen Kammer des US-Kongresses, der sie später auch als Vizepräsidentin, also heute, vorsteht, hat sie sich einen Namen gemacht als eine scharfzüngige Abgeordnete. Zum Beispiel als Donald Trump, kurz nachdem er im Amt war, den Muslim-Ban verhängt hat, also bestimmte Länder auf eine Liste gesetzt hat, die mehrheitlich muslimisch waren, hat sie den Stabschef von Donald Trump zu Hause angerufen, um ihn von dem Vorhaben abzubringen. Und was sehr bekannt war, ist Brett Kavanaugh, der von Trump als Richter am obersten Gerichtshof vorgeschlagen wurde. Den hat sie während der Senatsanhörung, da ging es natürlich um das Thema Abtreibung, ich habe ja schon gesagt, das war Trumps Ziel, Richter an den Supreme Court zu bringen, damit war er leider erfolgreich, die das Recht auf Abtreibung beschneiden wollen. Und sie hat ihn gefragt, können Sie sich an irgendwelche Gesetze erinnern, die der Regierung die Macht geben, Entscheidungen über den männlichen Körper zu treffen? Und das war eine ziemlich coole Frage. Und Kavanaugh hat dann so rumgedruckst und hat aber keine richtige Antwort. Also als Senatorin war sie stark oder, wie Trump sagen würde, Zitat Trump, sie war so gemein. Sie war so gemein zu Kavanaugh, das war einfach schrecklich und das werde ich so schnell nicht vergessen. Im Jahr 2020 hat sie sich überlegt, jetzt will ich es wissen, ich kandidiere als Präsidentin, wie viele andere auch. Das hat nicht so richtig gezündet. Also ich habe vorhin ja den einen Auftritt erwähnt, das kleine Mädchen, das Bussing. Aber ihre Kampagne hatte keinen großen Erfolg hinter sich, sodass sie noch eher die erste Vorwahl in Iowa stattfand, die Kampagne beendet hat. Und dann, wie viele andere auch, die nicht wollten, dass der berühmteste Linke Bernie Sanders Kandidat wird, hat sie dann Joe Biden unterstützt. Und der hat sie dann, obwohl sie diese Auseinandersetzung hatten, während der Debatte als Vizepräsidentin vorgeschlagen. Und das hat damals richtig Begeisterung ausgelöst. Denn das war für die USA etwas Neues, dass eine Woman of Color als Vizepräsidentin vorgeschlagen wird. Das gab es so noch nie. Dann wurden natürlich ganz, ganz viele Erwartungen in sie hineinprojiziert. Es wurde darüber gesprochen, oh, das wird die kommende Präsidentin. Joe Biden ist nur ein Übergangskandidat. Und was es da alles für Träume gab. Und die sind aber alle sehr schnell zerplatzt. Und ganz ehrlich, eigentlich war der größte Teil ihrer Amtszeit als Vizepräsidentin von Enttäuschung und Kritik geprägt. Also da muss man nicht drum rumreden. Es war so, es gab dann die entschuldigende Variante war, naja, Joe Biden lässt dir gar nicht genug Raum, der gibt dir gar nicht die Möglichkeit. Das ist nun mal so, das Vizepräsidentenamt in den USA ist kein politisch besonders starkes Amt. Eine andere Einschätzung, ich muss sagen, nach dem, was ich gelesen, verfolgt habe, neige ich der eher zu, war, dass sie auch keine gute Personalführung gebracht hat. Weil aus ihrem Bereich haben mehrere Leute gekündigt, hinterher auch darüber geredet, wie sie dort arbeitet. Das klang alles gar nicht gut. Und wenn ihr mich damals gefragt hättet, und manche haben mich auch gefragt, wie gesagt, also Kamala Harris, die absurdeste Idee ever. Also warum sollte die vorgeschlagen werden? Die kann das nicht. So, also ich hab nicht mit ihr gerechnet. Sie hatte eine Aufgabe, die Joe Biden übertragen hat, die ist nun auch kein Gewinnerthema, sich um die Migration an der US-mexikanischen Grenze zu kümmern. Da kann man tatsächlich auch nicht richtig gewinnen. Also die Rechten haben gesagt, dass sie zu wenig tut und die Linken haben sie dafür kritisiert, dass sie eine Rede gehalten hat in Richtung derjenigen, die sich in den USA ein besseres Leben versprechen, in der sie gesagt hat, don't come, also kommt nicht. So, also Kritik von allen Seiten, nicht viel Anerkennung. Als Teil der beiden Regierungen, und das ist sie ja bis heute, trägt sie mit Verantwortung für alles, was die beiden Regierungen entschieden hat. Im Guten und im Schlechten, je nachdem, wie man es bewerten möchte. Also, wenn wir anfangen, das Ende des US-NATO-Krieges in Afghanistan oder eben der furchtbare Abzug, bei dem es so viele schreckliche Bilder und so viele Tote gab, die militärische Unterstützung der Ukraine, die von Russland überfallen wurde, die militärische Unterstützung Israels, das einen Krieg in Gaza und nun auch in Libanon und so weiter führt. Alles das auch Vizepräsidentin Kamala Harris. Dazu gehört das große Infrastrukturpaket, das, wenn jemand von euch mal die Chance hat, in den USA zu sein, wirklich notwendig ist, weil die Infrastruktur in den USA ist wirklich im Eimer. Also, weißt du, in Berlin jammern immer viele, wenn mal irgendwas so ein bisschen angerostet aussieht, aber wenn ihr euch mal die U-Bahn in New York anguckt oder die Schlaglöcher,
Die Bahnstrecken, also es wird auch an der Deutschen Bahn viel kritisiert, aber Amtrak hat eine wunderbare Strecke, die ich immer nutze, zwischen New York und Washington D.C. Die ist gut, aber es gibt auch ganz viele Strecken, die sind einfach furchtbar. Also großes Infrastrukturpaket, das von beiden Parteien unterstützt wurde, das ist für die USA ein Riesending. Das ist toll. Die größten Investitionen in den staatlichen Bahnkonzern Amtrak in dessen Geschichte, auch das ist sehr wichtig. Der Inflation Reduction Act, das wäre ein eigenes abendfüllendes Programm, aber Joe Biden und Kamala Harris hatten vor, quasi einen linkssozialdemokratischen Umbau der Wirtschaft, staatliche Infrastrukturprogramme, höhere Steuern für Reiche und so weiter. Davon ist am Schluss wegen zwei Senatoren, Joe Manchin und Kirsten Sinema, die beide jetzt nicht mehr kandidieren, noch beide irgendwie jetzt gar nicht mehr bei den Demokraten sind. Die haben das erfolgreich torpediert, deswegen blieb davon nur relativ wenig übrig. Aber auch das, ihre Verantwortung oder die Streichung von Schulden aus Studiengebühren, das ist in den USA ein riesiges Thema. Also wer dort studieren will, der muss richtig sparen. Mehrere 10.000 Dollar müssen dafür aufgebracht werden und wer keine reichen Eltern hat, der nimmt dafür einen Kredit auf und zahlt den sein Leben lang ab. Und das zu streichen, das war eine gute Sache. So, und dann wurde sie plötzlich Kandidatin. Also ich habe immer noch zu denen gehört, die gesagt haben, also so schlimm ist jetzt Joe Biden auch nicht. Ja, der ist zu alt und ich habe auch Kritik, der ist natürlich kein Linker, aber der macht auch ökonomisch ganz viel. Und dann habe ich immer gesagt, und da stehe ich auch zu, Joe Biden stottert, sein Leben lang stottert er. Und das wirkt natürlich bei einem alten Mann irgendwie ganz furchtbar. Und dann sagt man, ist der dement? Und ich habe das immer verteidigt. Und dann gab es diese Fernsehdebatte. Ich habe die gar nicht geschaut. Ich war gerade in Deutschland und meine Frau weckte mich mit, es war eine Katastrophe. Guck es dir nicht an. Und dann war so, you cannot unsee it. Also es ist passiert, jeder hat es gesehen, man kann es nicht wieder gut machen. Und dann haben offenbar Leute auch erfolgreich ihm sagen können, Joe ist jetzt gut. Und er hat dann Kamala Harris vorgeschlagen. Und ich dachte so, oh, ob das eine gute Idee ist. Und dann ist was passiert, was ich so tatsächlich nicht erwartet hätte. Eine Welle der Euphorie. Also ich habe das mit TikTok vorhin erzählt. Aber das war die Demokraten, die sich sonst von morgens bis abends über alles Mögliche zerlegen und streiten, haben das tatsächlich geschafft, sich hinter ihr zu versammeln, sie zu unterstützen. Und was wirklich, in Amerika gibt es ja das schöne deutsche Wort Schadenfreude auch. Also sie sagen auch Schadenfreude. Und das war so ein Moment, den wir alle auch sehr genossen haben, weil noch kurz davor, als es den Attentatsversuch auf Donald Trump gab und dieses Bild, wo er die Faust so hochreckt und so blutete am Ohr, da hat man überall auch hier in Deutschland Artikel gelesen, ja, nun ist vorbei. Also der hat gewonnen, das mit dem Bild, das jetzt, könnt aufhören, kein Wahlkampf mehr, fertig. So, und plötzlich, boom, alles war anders. Die ganze Debatte hat sich geändert. Er hat nicht mehr die Medien dominiert und das ist das, wovon er lebt, sondern es wurde über Kamala Harris gesprochen und das ist gut. Jetzt kommt wieder das Aber. Sie ist natürlich keine Marxistin, sie ist nicht Genossin Kamala. Sie ist in den USA, sagt man, liberal, also wir würden sagen, eine moderate Sozialdemokratin. Das ist für die USA schon viel, aber man muss jetzt nicht annehmen, dass da eine ganz doll progressive Kandidatin antritt. Sie wird vor allen Dingen von vielen Wählerinnen und Wählern in den USA, die nicht in Kalifornien oder nicht in New York leben, als Kalifornierin gesehen, also die Menschen, die Eliten an den Küsten. So, das finden die eher schwierig. Die New York Times hat dazu geschrieben, Progressive mögen Harris wegen ihres Rufs als harte Verbrechensbekämpferin kritisieren, den sie sich als Bezirksstaatsanwältin von San Francisco erworben hat. Aber für die Teile des Landes, die diese Wahl entscheiden werden, ist sie eine Linke aus der Bay Area, deren Überzeugungen vielen Amerikanern ein Gräuel sind. Das heißt, sie muss die Balance finden, einerseits nicht linke progressive Wähler zu verlieren und zu verschrecken, wie es damals Hillary Clinton erfolgreich gemacht hat. Aber auf der anderen Seite braucht sie auch die Stimmen in der Mitte, weil ohne die wird sie keine Mehrheit bekommen. Und bisher, muss ich sagen, ist ihr diese Balance gelungen. Also ich spreche jetzt nicht als Linker, sondern ich spreche als jemand, der sagt, am Ende muss sie ja die Stimmen beisammen haben. Und wenn man es schafft, Unterstützung zu haben von Alexandria Ocasio-Cortez, der demokratischen Sozialistin aus New York City, von Bernie Sanders, dem wohl bekanntesten amerikanischen Linken, aber auch von Dick Cheney, dem früheren Vizepräsidenten von George W. Bush. Das ist schon Spektrum. So, ob es am Ende reicht, wird man sehen. Politische Position, sie befürwortet Ausweitung von sozialstaatlichen Programmen. Sie hat gerade einen neuen Vorschlag gemacht für so eine Art Unterstützung Pflege im Alter, was in den USA sehr wichtig ist.
Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Bildung, Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise, stärkere Besteuerung der Reichen, um das alles zu finanzieren. Soweit so schön. Aber wenn es um das Grenzregime geht, da kritisiert sie Donald Trump, brutal gesagt, von rechts. So, weil es gab einen Vorschlag von Joe Biden, die Grenze, gab ein paar gute Sachen, mehr Mitarbeiter und so weiter, aber im Kern hat er gesagt, ich möchte die Grenze schließen. Trump hat verhindert, dass das im Repräsentantenhaus beschlossen wird, obwohl die Republikaner da die Mehrheit haben, weil er das Thema zum Wahlkampfthema machen wollte. Es durfte also nicht geklärt werden. Und sie sagt jetzt, naja, also mit mir wäre das schon lange passiert. So, das ist, da gibt es jetzt keine progressive, offene Grenzenpolitik. Medicare for All, was sie früher mal unterstützt hat, hat sie inzwischen fallen gelassen, also eine allgemeine Gesundheitsversicherung. Fracking, muss man vielleicht ein Wort zu sagen, in Deutschland ist Fracking ja das totale Tabuthema, in den USA nicht. Weil nachdem die Stahlindustrie in den USA kaputt gegangen ist und ins Ausland exportiert wurde und dort Fracking als Möglichkeit der Energiegewinnung entdeckt wurde, war das insbesondere, nehmen wir mal einen Swing State wie Pennsylvania, eine Möglichkeit für ganz viele Menschen Arbeitsplätze zu gewinnen. So, und deswegen ist sie jetzt von der Position, dass sie gegen Fracking ist, zurückgerudert und ist jetzt für Fracking. Green New Deal war früher für sie ein großes Thema, ist jetzt nicht mehr so wichtig. Und sie hat in ihrer Rede, war es ihr wichtig zu sagen, dass die USA the strongest and most lethal fighting force haben müssen. Damit kann man sagen, wo sind die Amerikaner eben? Ich habe gestern im Flugzeug eine schöne Doku gesehen über, wie heißt er, jetzt gerade 100... Jimmy Carter, genau. Und damals konnte man noch anders Politik machen. Da konnte man sagen, es ist eben nicht das Militär. So, das sind alles Sachen, da muss man sich mit ihr keine Illusionen machen. Aber sie ist kein radikaler Marxist. Das könnt ihr mal als gesichert annehmen. Was wird gewählt? Nicht nur der Präsident, sondern wir haben, damit der Präsident regieren kann, braucht er den Kongress. Der Kongress ist der Überbegriff für den Senat und das Repräsentantenhaus, also die zwei Kammern. Und man braucht sie im Prinzip alle, um Entscheidungen durchsetzen zu können, was die Amerikaner gern Checks and Balances nennen. Also ein einfacher Sieg über Trump, so wichtig und notwendig der wäre, ist nicht genug. Wie sieht es da aus? Im Repräsentantenhaus wird alle zwei Jahre das ganze Repräsentantenhaus neu gewählt. Meine Kollegen haben mir damals immer gesagt, das ist ein Wahnsinn. Wir haben einen Wahlkampf nach dem anderen. Und ich war schon froh, dass wir hier die vier Jahre haben. Zwei Jahre ist wirklich arg. Im Moment haben wir im Repräsentantenhaus, sagte ich gerade, eine Mehrheit von Republikanern. Denn bei den Midterm-Elections, alle zwei Jahre in der Mitte des Terms vom Präsidenten wird also das Repräsentantenhaus gewählt, haben die Mehrheit gewonnen. Aber sie haben bei dieser Mehrheit auch ganz viele Spinner gewählt. Also wirklich schlimme Spinner. Und die sind jetzt in der Republikanischen Partei und sind stark genug, also sind nicht die Mehrheit der Republikanischen Partei, aber sie sind stark genug, um als Minderheit bei einer knappen Mehrheit gegenüber den Demokraten Entscheidungen zu blockieren. Also vielleicht habt ihr schon mal von Marjorie Taylor Greene gehört oder Lauren Boebert. Googelt das mal, da muss man nicht viel zu sagen. Diese knappe Mehrheit war nicht entscheidungsfähig, hat nur Chaos angerichtet. Sie hatten einen Kurzzeitsprecher des Repräsentantenhauses, der in Rekordzeit wieder abgewählt wurde. Und jetzt sieht alles danach aus, also die Entscheidungen, die sie getroffen haben, auch manche wichtige, waren nur möglich, weil die Demokraten, was in den USA nicht üblich ist, sich auf einen Kompromiss eingelassen haben und sie unterstützt haben. Alleine als Republikaner kriegen sie dort gar nichts hin. Und deshalb sieht im Moment alles sehr danach aus, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus zurückerobern konnten. Das ist gut. Senat, da ist es leider nicht so gut. Im Senat wird nicht alles komplett gewählt. Da wird jetzt im November ein Drittel neu gewählt. Hierzu vielleicht mal ein Wort. Im Senat, das ist ein etwas kurioses System, hat jeder Staat zwei Sitze. Und die Senatoren haben eine Amtszeit von 6 Jahren. Das ist ein sehr wichtiges, sehr mächtiges Gremium. Aber das mit den zwei Sitzen ist deshalb entscheidend, weil ein Staat wie Kalifornien mit 40 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern genauso zwei Sitze hat wie Wyoming mit 600.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Und die Konsequenz ist, dass die Staaten, in denen nicht so viele Menschen leben, die tendenziell eher republikanisch wählen, im Senat ein viel, viel stärkeres Gewicht haben. So,
Im Moment haben wir eine Situation, dass es 48 Demokraten gibt, 49 Republikaner und 3 unabhängige Senatoren, die sich aber mit den Demokraten verbündet haben. Deswegen haben die Demokraten im Moment eine Mehrheit im Senat. 34 Sitze werden neu gewählt. Ich erspare euch Details, aber es sieht im Moment nicht so aus, dass bei diesen 34 Sitzen am Ende immer noch eine demokratische Mehrheit im Senat steht. Also es ist offen, es ist noch nicht entschieden, es ist immer noch möglich, aber alles, was man liest und hört, es sieht eher so aus, als wenn der Senat in die Hände der Republikaner gehen könnte. Das ist schlecht. Und dann gibt es noch den Supreme Court, der wird leider nicht gewählt. Nie. Er wird nur irgendwas neu besetzt, wenn jemand zurücktritt oder stirbt. Und Donald Trump hat die Gelegenheit genutzt, wann immer er es konnte, den Supreme Court mit seinen Leuten zu besetzen. Es gibt dort jetzt eine 6-3 konservative Mehrheit, die viele Entscheidungen der Regierung torpedieren und konterkarieren. Also zum Stichwort Studienkredite hat der Supreme Court dem alle Steine in den Weg gelegt, die er konnte. Also wo stehen wir? Sagen wir, Best Case, immer Optimist. Harris wird Präsidentin. Der Senat hat eine demokratische Mehrheit. Das Repräsentantenhaus hat auch eine demokratische Mehrheit. Und dann wird alles super. Nein, wird natürlich nicht alles super, aber es ist das Schlimmste verhindert und dann können wir prima als Linke die neue demokratische Mehrheit von links kritisieren. Best Case. Worst Case, Trump wird gewählt, der Senat wird republikanisch. Ich glaube, dass auch dann das Repräsentantenhaus demokratisch bleibt. Das ist gut, weil man dann sozusagen auch immer noch das Allerschlimmste blockieren kann und natürlich Supreme Court bleibt konservativ. Außerdem werden Gouverneure gewählt, das ist wie bei uns die Ministerpräsidenten in den einzelnen Bundesstaaten, in 11 Staaten und 2 Territorien. Vielleicht ein Wort zu den Territorien, wir reden hier über American Samoa und Puerto Rico. Das sind Gebiete der USA, die nicht als Bundesstaaten anerkannt sind, in denen die Menschen, die zwar US-Bürgerinnen und US-Bürger sind, nicht den Präsidenten wählen können. Aber dort werden auch Gouverneure gewählt. Vielleicht zu den Wahlen nur ein kleiner Gag. Es gibt einen Kandidaten, das ist traurig eigentlich, ein Kandidat in North Carolina, der Republikaner, der von Trump unterstützt wurde, von dem ist jetzt aufgeflogen, dass er auf einer Pornoseite politische Kommentare veröffentlicht hat. Da würde ich schon mal erst mal die Frage stellen, ob das der richtige Ort ist für politische Diskussionen, aber muss ja jeder wissen. So, und er hat sich dort dann selbst als Black Nazi bezeichnet, die Sklaverei gepriesen. Und das hat aber Donald Trump nicht davon abgehalten, ihn als Martin Luther King on Steroids zu bezeichnen. Solche Leute kandidieren dort. Er wird jetzt wohl nicht gewinnen, aber ja, das sind die Republikaner von heute. Es gibt noch ganz viele lokale Wahlen in 44 Bundesstaaten. Also es gibt dann jeweils beispielsweise da, wo ich lebe, in New York, gibt es einen New York State Senate und eine New York State Assembly. Auch da werden die Abgeordneten neu gewählt. Für mich ganz nett. Unsere Abgeordnete, da wo wir leben, Julia Salazar, ist Mitglied der Demokratischen Sozialisten von Amerika und im Nachbarwahlkreis Jabari Brisport auch. Also das ist eigentlich eine ganz nette Ecke da, wo ich jetzt leben darf. Und es finden auch ganz viele Volksabstimmungen statt in 41 Staaten, 147 Referenden. Und es gibt 11 Abstimmungen, die ich nochmal gesondert erwähnen möchte, zum Thema Abtreibung, wo im Moment darum gekämpft wird, dass das Recht auf Abtreibung, das auf Bundesebene nicht mehr gesichert wird, dann aber in die Verfassung der Staaten geschrieben wird. Wie wird gewählt? Wir haben in den USA zwar mehr als 2 Parteien, aber am Ende läuft es auf den Kampf von 2 Parteien hinaus. Wir haben in den USA nicht die Situation, ich meine, wir wählen ja in Deutschland auch nicht den Bundeskanzler auf unseren Listen, das muss man ja mal sagen. Weil manchmal sagen Leute, wieso kann jemand Präsident werden, der gar nicht die Mehrheit der Stimmen hat? Passiert bei uns auch regelmäßig, dass jemand Bundeskanzler wird, der nicht die Mehrheit der Stimmen hatte, weil wir ein anderes System haben. Bei denen ist es so, die wählen ein Electoral College, ein Wahlleutekollegium, das über den Ausgang der Wahlen bestimmt. Und die Anzahl der Leute im Electoral College bestimmt sich aus der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner, das ist erstmal gut. Aber was total schlecht ist, ist, dass es ein System in den allermeisten Bundesstaaten gibt, das klingt wie ein ABBA-Song, nämlich The Winner Takes It All. Das heißt, ihr habt dann vielleicht eine Mehrheit von 53% für den republikanischen Kandidaten, aber alle vielen Stimmen in Texas gehen dann in den Topf für den Republikaner.
So, und das ist ein System, was das ermöglicht, was ich am Anfang erwähnt und was ja tatsächlich auch passiert ist. Nämlich, dass Hillary Clinton zwar die Mehrheit der Stimmen gewonnen hat, aber Donald Trump bei seiner ersten Wahl tatsächlich demokratisch legitim im Wahlleutegremium die Mehrheit bekommen hat. Das ist in diesem System möglich. Und deswegen, und das ist ein bisschen lustig, wenn Leute kommen und sagen, ist mir jetzt gerade passiert, da kündigt sich ein Besucher bei uns an in der Rosa-Luxemburg-Stiftung New York und sagt, Stefan, ich will mal kommen und mir den Wahlkampf angucken und hier Kampagnen und Kundgebungen und sowas alles. Bei uns gibt es gar nichts. Da ist nichts, nichts. Ich habe ja in meinem Team gefragt, ob es irgendwas, und sagt ja, manchmal gibt's hier, wird mir so eine Werbung auf Twitter für einen lokalen Kandidaten reingespült oder so. Da sind keine Poster, da sind auch keine Werbespots, nichts. Weil der ganze Wahlkampf beschränkt sich auf 7 Bundesstaaten, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona, Nevada, Georgia und North Carolina. Um diese Staaten geht es jetzt. So, und in diesen Staaten, die sogenannten Swing States, Purple States, Battleground States, wie immer ihr sie nennen wollt, in diesen Staaten sind ja auch die meisten Leute schon entschieden. Die meisten Leute sagen, ich will Trump auf jeden Fall oder auf keinen Fall. Also am Ende wird die Wahl, die für die USA und auch für die ganze Welt so wichtig ist, von relativ wenig Leuten in 7 Staaten entschieden. Und das ist das, worum es im Moment geht. Tim Walz hatte jetzt bei einer Rede gesagt, man müsste das Electoral College eigentlich abschaffen, ist dann aber schnell wieder zurückgerudert. Er hat da schon einen Punkt, aber das ist, glaube ich, nichts, was gegenwärtig auf der Tagesordnung steht. Das heißt, zu der Frage, die mir immer wieder gestellt wird, Stefan, wer gewinnt denn nun? Kann ich euch nur sagen, also 49% zu 46% Kamala Harris zu Donald Trump, das ist schon knapp. Und in den 7 Swing States ist keiner der Kandidaten mehr als 2 Punkte vom anderen entfernt, was kleiner ist als die Fehlertoleranz. Und die New York Times schrieb, der wahrscheinlichste Wahlausgang ist, Harris gewinnt alle 7 Swing States und der nächstwahrscheinliche ist, Trump gewinnt alle 7 Swing States. Tja, das ist es, wo wir jetzt sind. Und alles das, was im Moment passiert, dieser Versuch mit politischen Vorschlägen oder mit Initiativen, das noch ein bisschen zu drehen und zu verändern, dazu hat der sehr kluge Ezra Klein in der New York Times geschrieben, eine Woche vor der Debatte zwischen Harris und Trump lag Harris mit 3 Punkten vor Trump. Dann hatten sie die Debatte und sie war sehr gut und Trump war sehr schlecht bei der Debatte. Dann kam ein Attentatsversuch, ein weiterer Attentatsversuch auf Trump. Dann gab es eine Senkung der Zinssätze der Federal Reserve, was total wichtig ist für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA. Dann hat Israel eine Bodeninvasion im Libanon gestartet mit entsprechenden Folgediskussionen in den USA. Dann kam ein sehr guter Arbeitsmarktbericht. Dann hat Harris eine 82-seitige Broschüre mit politischen Vorschlägen vorgelegt und Jack Smith, der Sonderstaatsanwalt, der Trump wegen des 6. Januar immer noch strafrechtlich verfolgt, hat einen 165-seitigen Schriftsatz eingereicht mit neuen Details zu Trumps Bemühungen. Also da war dieses schöne Zitat von So What? Es kam also ein Mitarbeiter, sagte ihm, dass sein Vizepräsident gefährdet ist wegen der Auseinandersetzung und Trumps Antwort war, so what? So, alles das und am Ende ist der Abstand der gleiche. Also 3 Punkte. Das ist es, wo wir stehen. Mehr kann man dazu nicht sagen, weil wir hier bei den Linken sind. Ein paar Worte zu den US-Linken. Ganz kurzer Schnelldurchlauf. Du hattest das ja erzählt. Ich habe dazu mal auch meine ganze Tournee gemacht, über das progressive Amerika. Die Linken in den USA waren nicht immer so am Boden, wie sie die meiste Zeit in meiner Lebenszeit am Boden waren in den USA. Das heißt, ich sollte irgendeinen Kommentar einwerfen. Ich habe die Chance nicht, um mich da zu Du bist ja hier die Politikerin. Also in den 1920er Jahren waren Kommunisten und Sozialisten in den USA wirklich stark. Es gab 100.000 organisierte Linke. Sie haben FDR, Roosevelt unterstützt. Dann kam McCarthy, dann kam der Stalinismus. Es gab im Prinzip keine richtig starke linke Bewegung für viele Jahrzehnte. Es gab viele Bürgerrechtsbewegungen, es gab Antikriegsbewegungen, es gab auch kluge Wissenschaftler, Linke an den Hochschulen, aber organisierte linke Kräfte in großer Zahl gab es viele Jahrzehnte nicht. Das änderte sich mit Occupy Wall Street nach der Finanz- und Bankenkrise im Jahr 2011. Da hat die Linke sich wieder organisiert, ist wieder stark geworden, hat auch wieder Zulauf gehabt mit diesem
Spruch, wir sind die 99%. Und ein Mann verkörpert das ganz besonders, das ist hier Bernie Sanders. Der hat 2016, der ist schon ewig im US-Senat. Der ist unabhängig, ist nicht Mitglied der Demokraten, ist parteilos, kommt aus Vermont. Und er hat gesagt, ich bin demokratischer Sozialist. Und das wäre früher in den USA politischer Selbstmord gewesen. Er hat das einfach durchgezogen, hat kandidiert. Damals bei Hillary Clinton in der Vorwahl lief einiges mit unlauteren Mitteln. Dann wurde sie Kandidatin, Trump wurde Präsident. 2020 hat er das nochmal versucht, lief auch sehr gut für ihn. Dann haben sich aber alle anderen Kandidaten verbündet und dann hatte Joe Biden die Mehrheit. Hier in Deutschland begegnet mir ganz oft im politischen Berlin, dass die Leute so ein bisschen über ihn lachen und denen ist so eine Gestalt am Rande. Dann haben sie so dieses Bild, dieses Meme, als er da mit seinen Handschuhen saß bei der Amtseinführung. Bernie Sanders ist ein mächtiger und einflussreicher Mann. Und er hat die Politik in den USA in den letzten Jahren massiv verändert. Ich habe jetzt ein bisschen geschluckt. Er hat gesagt, er kandidiert nochmal. Also muss dazu sagen, Bernie Sanders ist ein Jahr älter als Joe Biden. Aber keine Altersdiskriminierung. Er ist fit, er hat gute Ideen und will jetzt nochmal weitere 6 Jahre im US-Senat gute Sachen machen. AOC habe ich vorhin auch erwähnt. Kellnerin aus New York City. Die hat sich gegen einen etablierten Demokraten in einem Basiswahlkampf durchgesetzt, wurde in den Kongress gewählt, eine tolle Doku darüber, wie sie das damals geschafft hat. Sie ist Mitglied, anders als Bernie Sanders, ist sie Mitglied der Democratic Socialists of America, das habe ich jetzt übersprungen, eine alte traditionelle Gruppierung, die im Zuge von Bernie Sanders Wahlkämpfen richtig explodiert ist. Also 100.000 Mitglieder, Abgeordnete auf allen Ebenen, in vielen Bundesstaaten, kommunal, sind im Moment auch ein bisschen in der Krise, auch ein eigenes Thema, über das ich jetzt hier gar nicht ausführlich reden will. Aber AOC ist immer wieder ins Repräsentantenhaus gewählt worden, ist ein richtiger Promi, hat Kultstatus, wird bei den Late-Night-Shows eingeladen. Und man muss sich mal vorstellen, wie sich die Demokratische Partei verändert hat. Als die beiden jetzt geredet haben auf dem Kongress, auf dem Parteitag, wo Kamala Harris nominiert wurde, Beifallsstürme. Für alle beide und für ihre Forderungen. Das hätte man sich früher so nicht vorstellen können. Und die Gruppierung, die, sag ich mal, den moderaten Linken in den Demokraten beschreiben, der Progressive Caucus, ist inzwischen der größte Caucus innerhalb bei den Demokraten. Und dann gibt es noch die kleine Gruppe, die sich Squad nennt. Die sind stark, die sind laut, aber da gab es jetzt auch ein paar Niederlagen. Also 2 Abgeordnete wurden nicht wieder nominiert. Also die Geschichte der US-Linken ist jetzt keine durchgehende Erfolgsgeschichte, aber andere Linke auf der Welt haben es schwerer, würde ich mal sagen. So. So, die unterstützen Kamala Harris, aber sie üben auch Kritik und stellen Forderungen. Also sie sagen, dass sie mehr im Wahlkampf darüber reden muss, wie es eine höhere Besteuerung der Reichen geben wird, was eine großzügigere Sozialpolitik ausmacht, mehr die Themen der Arbeiterklasse anzusprechen. Bernie Sanders hat gesagt, ich freue mich, sie nach Kräften zu unterstützen. Er macht auch Wahlspots für sie. Aber ich denke auch, dass sie sich, wenn sie sie gewinnen will, auf die Notlage der amerikanischen Arbeiterschaft konzentrieren und konkrete Vorschläge machen muss, wie sie damit umgehen will, dass 60% unserer Bevölkerung gerade so über die Runden kommen. Naja, und dann gibt es natürlich noch Linke außerhalb des Parlaments. Es gab die starke Black Lives Matter-Bewegung, es gab die Green New Deal-Bewegung. Und ich habe hier jemanden mit dazu genommen, den Herrn mit Eat the Rich auf dem T-Shirt. Das ist Sean Fain, das ist der Anführer der Automobilgewerkschaft United Automobile Workers, UAW. Die haben gerade einen riesen Erfolg erzielt. Der hat gesagt, die Bosse haben sich gerade 30% im Vorstand ihre Gehälter erhöht. Wir fordern für unsere Arbeiter 30%. So habe ich hier von IG Metall und so lange, also vielleicht von Weselski, aber ansonsten sagt das kaum jemand. Und die haben dann tatsächlich sind auch mit 20% nach Hause gegangen. Sie haben es geschafft, einen Konzern, wo man sich wundert, dass der nicht gewerkschaftlich organisiert war, Volkswagen in Chattanooga, ein Konzern, der zum Teil dem Land Niedersachsen gehört, da waren Gewerkschaften nicht, konnten sich nicht organisieren, den haben sie jetzt gewerkschaftlich organisieren können. Bei Mercedes hat das leider noch nicht geklappt. Ich habe die beiden Logos hier draufgepackt, deshalb, weil man auch in Deutschland daran erinnern muss, dass Unternehmen aus Deutschland, deutsche Unternehmen, die sich hier ganz normal in die Sozialpartnerschaft und sowas alles einsortieren und sich dafür auch belobigen lassen, im Ausland, in den USA, an der Seite derer kämpfen, die Gewerkschaften klein machen.
Ende der Neutralität. Hier kommen wir nach Deutschland und damit auch in die Schlusskurve. Natürlich bin ich zu lang. Vielleicht kennen Sie ein paar der Herrschaften hier auf dem Bild. Jens Spahn war gerade bei der Republican National Convention, also dem Parteitag der Republikaner, hat danach einige sehr, sehr seltsame Interviews gegeben. So, das war noch bevor Kamala Harris nominiert wurde. Der Tenor war, naja, man muss ja die Türen sich offen halten und man muss ja auch Kontakte pflegen. So schlimm ist Trump ja eigentlich auch gar nicht. Dann haben wir noch, bevor das passierte, als Ron DeSantis, das ist der Herr mit dem, was hält er da in der Hand? Ein Bierkrug, CSU-Bierkrug in der Hand hält. Der wollte ja gegen Donald Trump Präsidentschaftskandidat werden. Dann gibt es eine Delegation der CSU, die dorthin reist und auch Gemeinsamkeiten, inhaltliche Gemeinsamkeiten mit ihm entdeckt. Und was ich besonders schade fand, ist, dass Annalena Baerbock, als sie in den USA war, gesagt hat, naja, man will ja nicht nur in Washington sein, so weit, so gut, man muss ja auch vor Ort sein, sich ausgerechnet Texas ausgesucht hat und mit Greg Abbott zusammensaß, jemanden, der gegen Abtreibung, gegen Migranten, gegen Transmenschen kämpft wie kein anderer. Ich habe das deshalb aufgerufen, ich bin ja kein... Hast du? Naja, also... Eigentlich sagen die Grünen ja, sie vertreten werteorientierte Außenpolitik. Und ich finde, wenn man in anderen Ländern sagt, wir wollen ja auf bestimmte Werte pochen, dann kann man auch bei seinen eigenen Verbündeten nicht einfach die Augen zudrücken. Ich finde das falsch. Ich bin kein Politiker mehr, aber ich spreche ja mit Politikern und vielleicht hört es ja der eine oder andere. Ich finde, unsere Regierung muss dafür kritisiert werden, dass sie sich hier raushalten, dass sie so tun, als sei das ein Problem anderer Leute. Was meint ihr denn, wie sich die Demokraten, die da im Moment um ganz knappe Mehrheiten kämpfen, fühlen, wenn Deutsche da hinreisen und signalisieren, im Kern ist es uns eigentlich egal. Hauptsache, ich bin mal brutal, unsere Autos werden hier weiterverkauft. Das erinnert an Zeiten der deutschen Geschichte, wo Deutschland mit Pinochets Chile, Apartheid Südafrika und so weiter zusammengearbeitet. Wir sind da nicht. Ne? Ich will nicht die USA damit jetzt vergleichen. Aber wenn man mit einer Partei neutral zusammenarbeitet, die sagt, wir erkennen Wahlergebnisse nur noch an und Gerichtsurteile, wenn uns die Ergebnisse passen, dann finde ich, ist dieses Neutralbleiben einfach falsch. So, und das sage ich auch in Richtung einiger Linke, die ich manchmal so treffe, die dann so sagen, ah, die Amerikaner sind ja alle irgendwie gleich und so und alle furchtbar. Es gibt da halt Unterschiede. Es gibt die einen und die anderen. Und man kann die einen, das habe ich auch gemacht, kritisieren ohne Ende. Ich finde, wenn Kamala Harris gewählt ist, vom ersten Tag an muss sie kritisiert werden. Aber natürlich kann die Frage nicht offen bleiben. Ich lasse noch nicht von jemandem, der sagte, oh, da könnte ich mich gar nicht entscheiden. Also wer sich da nicht entscheiden kann bei den beiden, der ist wirklich nicht mehr bei Trost. So, und das heißt nicht, dass Kamala Harris toll ist, sondern das heißt, dass jemand, der die Demokratie, die Meinungsfreiheit, die Medienlandschaft, freie Gerichtsbarkeit abschaffen will und der Rassismus und Sexismus zu seinem Programm gemacht hat, ich finde, da kann man nicht neutral bleiben und damit würde ich es dann auch beenden. Sorry, dass es so lang war. Ja, also es war eine gute halbe Stunde auf jeden Fall, aber ich fand es auf jeden Fall spannend. Also ich hatte nicht das Bedürfnis irgendwie, dass es jetzt vorbei sein soll. Das ist schon mal eine gute Leistung. Ich muss mir viele spannende Vorträge anhören, weil ich das schon habe. Jetzt war natürlich eine ganze Menge da drin und ich habe natürlich ein paar Themen, die mir persönlich wichtig sind. Deswegen werde ich dich einfach damit nerven und ihr habt nachher die Chance im Gespräch mit Stefan, der nämlich hier nicht einfach flüchten kann, sondern natürlich hierbleiben wird, auch noch eure Fragen loszuwerden. Und du hast natürlich recht, nicht alle AmerikanerInnen sind gleich und wir sollten es nicht über einen Kamm scheren, aber ich finde, wir können schon mal einig sein, dass dieses Wahlsystem wirklich komplett bekloppt ist. Also du hast ja wirklich das Gefühl, dass sich da irgendwie mal jemand mit dem Würfel hingesetzt hat und gesagt hat, so läuft es jetzt. Also bei aller Liebe, ich habe es verstanden, wie es funktioniert, aber ich verstehe nicht, wie man es aufrechterhalten kann, aber bei unserem gibt es genug andere Fehler, das ist sehr richtig. Aber da durchzublicken ist ja wirklich schon mal eine Kunst. Ja. Ich würde sie gerne verteidigen, ja, das ist dein Job. Mein Job ist nicht, die Amerikaner zu verteidigen. Mein Job ist ein bisschen zu erklären. So, und als dieses Wahlsystem erfunden wurde, gab es, glaube ich, noch keine richtig große Auswahl an großartigen Wahlsystemen. Also die Amerikaner waren halt auch eine der ersten Nationen, die gesagt haben, wir lassen hier Bürger entscheiden. Nicht Bürgerinnen damals, nicht Schwarze und auch Leute, die irgendwie kein Geld hatten. Aber damals ist dieses System ausgehandelt worden und dann schreiben die sowas eben in ihrer Verfassung fest. Und diese Verfassung zu ändern ist so gut wie unmöglich.
So, würde mal sagen, vielleicht hatte die Bundesrepublik Deutschland West, als sie dann von den Alliierten die Möglichkeit dazu erhalten hat, sich selber eine Demokratie aufzubauen, auch schon ein paar mehr Vorbilder, auf die sie schauen konnten, auch selbst unser Wahlsystem. Hat ja aber auch ein paar Tücken. Hat so seine Tücken, um mit der neuen Wahl zu formen. Ich weiß es nicht, bitte uns einfach laut. Nee, ja? Lass uns einfach hier tauschen. Wir sind ja. Aber sharing is caring. Vielleicht kriegen wir es ja. Ja, guck mal. Ja, aber nein. Ja, nein, vielleicht. Jetzt ist es wieder weg. 1-1, nimm dies. Ja, guck mal. Dann probieren wir es jetzt, was auch leise steht. Okay, fügt an mir. Ich versuche mal bei dem Thema anzufangen, wo ich zumindest marginal Ahnung habe. Du hast vorhin gesagt, dass Trump natürlich in den Medien auch massiv vorkommt. Das liegt natürlich zum Teil auch daran, wie die Medienlandschaft in den USA aufgebaut ist, wobei wir uns da hier jetzt irgendwie nicht einreden müssen, bei uns sei es besser, aber wir wissen ja schon, wer Zeitung da rausgibt hauptsächlich und wer nicht. Und aus dem Grund finde ich natürlich TikTok auch nochmal so spannend. Wie gesagt, das eine Thema, wo ich Ahnung habe, damit fange ich an. Du hast ja auch gesagt, dass gerade der Wahlkampf von Harris auf TikTok total positiv angekommen ist. Das habe sogar ich mitbekommen, die ich mich jetzt da nicht ganz so rein bewege. Und dass da natürlich ganz viel, also dieser Coconut Tree Geschichte, da gibt es ja wirklich richtige Songs, die dazu geschrieben wurden. Auch Trump mit seinen The Eating the Dogs, The Eating the Cats. Das hat TikTok übrigens geschafft, zu so einer lesbischen Hymne zu machen, was ich einfach so mega gut finde. Ich werde keine Kritik an der Gen Z akzeptieren, weil die es eben geschafft haben, das so zu drehen. Ich finde aber TikTok als Wahlkampfinstrument eben total spannend, weil bei uns heißt es ja auch immer, ne, die AfD hat TikTok durchschaut und die nutzen das massiv, tun sie auch blöderweise, wir haben alle ein bisschen gepennt. Wie siehst du denn die Rolle da auf die gesamte Gesellschaft? Wir wissen, TikTok, ich kriege da auch viele linke, progressive Inhalte, aber hat das auch wirklich Auswirkungen, auch vielleicht so eine mediale Gegenmacht aufzubauen? Ja, ja, es ist tatsächlich einflussmächtig. Ich muss hier mal gestehen, als ich noch im Deutschen Bundestag war, da hatte ich diesen Mitarbeiter, der mich immer zwingen wollte, auf TikTok zu gehen. Und seit jetzt reicht es mir aber. Ich mache alles hier, Instagram und überall und so, jetzt TikTok. TikTok mache ich nicht auch noch. So, jetzt machen wir auch TikTok inzwischen. Weil es ist tatsächlich ein Medium, das eine Generation ausschließlich nutzt. Also muss Lucia nichts über Facebook erzählen. Es ist halt für eine Generation ein total wichtiges Medium. Und ich habe nochmal nachgeschaut, die Zahlen. Kamala Harris hat 6 Millionen Followerinnen und Follower. Donald Trump hat 11,8 Millionen Followerinnen und Follower. So. Also darf man, wir haben immer noch eine andere TikTok-Welt, die wir nicht so oft auf unserer For You-Page sehen, aber die es eben auch gibt. Es gibt eine interessante politische Diskussion über TikTok, denn bekanntlich gehört das Unternehmen ja ByteDance, die wiederum in chinesischer Hand sind. Und deswegen haben Abgeordnete einen Vorstoß gemacht von beiden Parteien im Übrigen, die gesagt haben, entweder ByteDance bekommt einen neuen Eigentümer oder TikTok wird, platt gesagt, abgeschaltet. Sie wollen das nicht abschalten, sondern sie würden dann aus dem US-Apple-Store TikTok rausnehmen, was de facto, und aus dem Google Store auch, was dann ja de facto abschalten ist. Also es gibt, ich kenne Menschen, die ihre Telefone nie updaten, aber das sind eine kleine Binder. Und dieses Vorhaben wurde von Joe Biden unterstützt. TikTok klagt gerade dagegen, aber wenn Joe Biden erfolgreich wäre, müsste im Januar TikTok in den USA abgeschaltet werden. Nicht, dass meiner Luschen erzähle, die kann sich das nicht vorstellen. Das ist für sie sowas wie, als wenn jemand sagt, die Tagesschau wird irgendwie abgeschaltet. Es ist also in einer bestimmten Generation total relevant und schafft dort auch eine andere Öffentlichkeit und bringt auch andere Themen hervor, aber eben auch nur da. So, also man darf jetzt auch nicht die Illusion haben, wenn man nur auf TikTok ist, dass das sozusagen die unentschiedenen Wähler in Michigan dazu bringt, jetzt Kamala Harris zu wählen. So, also, aber es ist schon faszinierend. Es ist nicht mehr nur, damals, als ich so dagegen war, habe ich mir gedacht, nee, ich fange da jetzt nicht an, hier rumzutanzen, was soll das alles. Sondern nee, es ist tatsächlich auch ein Medium geworden inzwischen zum Zuhören, zum Lernen. Und das machst du ja auch. Also ich meine, du machst natürlich auch lustige Sachen, aber es geht natürlich vor allen Dingen um Inhalte. Und das hätte ich damals nicht gedacht. Und dafür ist das schon tatsächlich zwischen dem US-Wahlkampf richtig ein einflussreiches Medium geworden. Ja. Das klingt so wie ich vor 3 Jahren, dass ich das nicht mache. Und das wäre auch mit nervigen Mitarbeitern, der hat mir auch.
Wer sich angesprochen fühlt, sagt das vielleicht zu Recht, wer weiß. Ohne jetzt da ganz in die Tiefe zu gehen, also diese Debatte zum Verbot haben wir hier in Deutschland natürlich auch, wobei ich das in Deutschland ja immer noch ganz spannend finde, weil wir haben ja auch einen Meta-Konzern, wo die Daten genauso abgegriffen werden, bloß da gehen sie eben in die USA und bei TikTok nach China, beides hochproblematisch, da müssen wir mit ganz anderen Ansätzen kommen, wir machen jetzt hier keine digitalpolitische Diskussion draus, sondern generell zum Wahlkampf, was mich ja in den USA immer so fasziniert, du hast vorhin schon die Unterstützung von den Superstars und anderen Stars, die nicht so super sind, genannt. Das wäre hier in Deutschland nicht denkbar. Also es kommt auch mal selten vor, aber ganz selten finde ich, dass sich irgendwie bekannte SchauspielerInnen oder SängerInnen positionieren würden. Aber da ist es ja wirklich so ein bisschen Wettbewerb. Ne? Also da sprechen die sich ja auch aus. Und vor allem, finde ich, ist dieser Wahlkampf in den USA, auch wenn du sagst, der beschränkt sich vor allen Dingen auf diese 7 Swing States, ja schon bombastisch. Also ich weiß gerade gar nicht, wie viele Milliarden da fließen. Also nicht nur durch Konzerne, durch Spenden, sondern auch durch Private. Also Bernie Sanders ist ja unter anderem dadurch bekannt geworden, dass es geschafft hat, private Spenden zu bekommen. Also kann man das irgendwie ein bisschen im Vergleich zu Deutschland vielleicht auch nochmal skizzieren, kannst du in den USA überhaupt gewinnen, wenn du eben nicht diese fulminanten Veranstaltungen, die da jetzt überall waren, ne, wo dann irgendwelche Wrestler, die vielleicht einmal zu viel auf den Kopf gekracht sind, sich dann die T-Shirts vom Leib reißen und sagen Trump und so weiter. Ich kann mir das auch ganz schlecht vorstellen, ich glaube für uns alle ist das so ein bisschen schräg. Also kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen den Vergleich, weil du hast es hier ja miterlebt, du warst ja mal Politiker und jetzt halt als Zuschauer. Das finde ich halt einfach nochmal total spannend. Vielleicht können wir was lernen, vielleicht machen wir sowas nein, noch. Nein, nein. Wir lernen bitte in diesem Punkt nichts von den USA. Das war früher, als du hast erzählt, ich war in dieser Deutsch-US-Parlamentariergruppe und dann habe ich meine Kollegen aus dem US-Kongress getroffen. Und dann reden wir natürlich auch, ja, was kostet so ein Wahlkampf? Und dann haben die mich gefragt, wie viel ich für meinen Wahlkampf investiert habe. Und habe ich gesagt, ich glaube, das war mein zweiter Wahlkampf hier, dass von meinem privaten Geld 15.000 Euro investiert hatte, wo aber das meiste für ein lustiges kleines Auto war, das dann am Ende nicht fuhr, während meines Wahlkampfs. Ich habe hier dieser Piaggio, diese, die ihr vielleicht kennt, so als Kaffeewagen, gekauft, reparieren lassen, anstreichen lassen, kaputt gegangen. Das war meine großartige Investition. Aber das wollte ich gar nicht erzählen, sondern die 15.000 haben natürlich Hohngelächter bei den Amerikanern ausgelöst, weil das sind alles Summen. Auch unsere putzige Form des Wahlkampfs, ne, dann machen wir hier unsere Fotos und hängen die da in so Laternen. So. Dort wird das meiste Geld für Fernsehwerbespots ausgegeben. Und zwar vor allen Dingen Fernsehwerbespots, wo du dich schlecht über deinen Gegenkandidaten äußerst. So, das ist bei uns gar nicht üblich. Das wäre auch gut gekommen, wenn ich hier so Spots gemacht hätte. Also der Klaus Mindrup, den wählt ja mal keinesfalls. Oder den Stefan Gelper. So, das ist hier nicht üblich, das machen wir so nicht. So, in den USA gab es eine folgenschwere Entscheidung, die dort alles wirklich ganz schlimm gemacht hat. Und das war im Jahr 2010, als der Supreme Court entschieden hat, in einem Urteil, das unter der Überschrift Citizens United zusammengefasst wird. Dort hat eine Organisation dafür geklagt, dass man so viel Geld ohne jede Obergrenze für einen politischen Zweck ausgeben kann, wie man möchte. Vorher gab es dafür Begrenzungen, in Deutschland gibt es ja auch Begrenzungen, Veröffentlichungspflichten und so weiter. Damals ist entschieden worden mit konservativer Mehrheit, das ist jetzt nicht mehr so. Da wurden dann sogenannte PACs oder Super-PACs gebildet, wo dann, ihr kennt das vielleicht aus, weiß nicht, einer Late-Night-Show, this message is approved by, also da machen dann vermeintlich unabhängige Menschen, total unabhängig vom Kandidaten, Wahlkampf für den Kandidaten und können dafür so viel Geld ausgeben, wie sie wollen, weil du dann nach einer Summe fragtest. Im Jahr 2020 haben die USA für ihren Wahlkampf 16 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Das ist pro Kopf 40 Mal mehr, als wir in Deutschland ausgeben. So, und in diesem Jahr ist es noch mehr. So, also sie sind jetzt schon auch. Es war für mich ganz ungewohnt, dass auch Demokraten sagen, oh, wir sind im Spendensammeln sind wir super, wir haben so und so viel schon zusammengesammelt. Das ist für uns total ungewöhnlich. Also nee, da wollen wir nichts von denen lernen. Ja, Endorsement, also bei uns fällt mir ein Roland Kaiser, der beharrlich immer für die SPD stimmt, seit Jahrzehnten und das auch sagt. Nee, das ist bei uns nicht üblich. Und dort ist eher so ein Druck, dass man das machen muss, sozusagen. Also wenn du als Künstler dich dann nicht äußerst, es gab neulich eine Künstlerin, die... Billie Eilish. Nee, Billie Eilish hat das ja gemacht. Chaperone, die hat gesagt, Chaperone. Chaperone. Ich habe, weil ich mit den jungen Menschen zusammenlege, ne, da gab es einen Meltdown auf TikTok, wo irgendwie diese Person
so unter Druck gesetzt wurde, dass sie sich in so einem langen meandernden Beitrag zur Politik geäußert hat, der ganz, ganz furchtbar war. Also es ist irgendwie, alle sind schlimm, so. Und da ist eben der Druck auch sehr groß von den Leuten, dass sie sagen, du musst dich jetzt bekennen. Du musst sagen, für wen du bist und gegen wen du bist. Ich glaube, am Ende bringt das gar nicht so viel. Also es ist, weiß man, wo die Leute stehen, aber ob das jetzt Wähler bewegt, ich habe überlegt, vielleicht, wenn Dolly Parton was sagen würde. Ne? Aber das ist dann... Hat sie? Ja. Na, dann wird ja Kemmler jetzt gewinnen. Also bei Bruce Springsteen war das so, ja, Überraschung, Willie Nelson. Also es gibt's, ist auch schön, das zu sehen. Freue mich auch, wenn die da rauskommen und das sagen. Was allerdings wirklich funktioniert hat, und das wollte ich hier noch erwähnen, ist, als Taylor Swift aufgerufen hat, sich registrieren zu lassen. Weil das hat ja dann ernste Konsequenzen. In den USA kann man nicht einfach mit seinem Personalausweis zum Wahllokal gehen und wählen, weil du auch gar keinen Personalausweis haben musst, sondern es gibt Regeln, die zum Teil sehr kompliziert sind, auch mit Absicht kompliziert sind, um Leute vom Wählen abzuhalten. Und sich registrieren zu lassen, ist eben oft entscheidend. Und sie hat da mit einem Instagram-Post 35.000 neue Registrierungen erzielt. Und sowas ist schon toll. Das finde ich staatsbürgerschaftlich verantwortungsvoll, fand ich gut. Ja, und im Harris Online Store gibt es jetzt auch die Friendship Bracelets. Taylor, ja, es sind jetzt nicht die, sondern es sind andere, aber wichtige Rolle von Taylor an dieser Stelle auf jeden Fall. Ja, das New Chaperone hatte ich mitbekommen, die sich dann eben hinstellte, so ein bisschen das machte, was du auch kritisiert hast, zu sagen, naja, beide schlecht. So kann man aus linker Perspektive immer super sagen, weil wir sind ja die einzig waren, das ist ja vollkommen klar. Aber wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, dann würde ich nicht, wie diese bekannte Person, der Name vielleicht Sarah Wagner nicht war, sagen, oh ja, nee, weiß ich gar nicht, das ist free and binary so tot. Wüsste ich schon ziemlich genau, wen ich da unterstützen würde. Also ich glaube, das ist ja auch keine große Debatte. Aber vielleicht mal weg von der Art und Weise, wie Wahlkampf geführt wird, auch wenn ich das unglaublich spannend finde. Und solche Sachen kriege ich dann bei TikTok mit, genauso wie JN Events Beziehung zu Cutner Couch, was ich überhaupt nicht wissen wollte. Aber auf die Vizepräsidenten würde ich gleich nochmal zu sprechen, wobei ich die auch total spannend finde. Vielleicht mal kurz zu den Inhalten, auch wenn wir die ja grundsätzlich überwinden wollen. Du hast schon das Thema Schwangerschaftsabbruch angesprochen, was ich natürlich besonders interessant finde, weil ich ja selber mal die Frauenpolitik bei uns gemacht habe in der Gruppe und wir mit dem Thema ja auch gerade befasst sind, Thema 218 Strafgesetzbuch streichen, was übrigens, Spoiler, die Regierung nicht auf die Kette bekommen wird, aber wo suchen sie jetzt übers Parlament, spielt ja eine zentrale Rolle, hat auch in Polen zum Beispiel eine ganz zentrale Rolle gespielt bei den Wahlen dort, hat es ja dafür gesorgt, dass doch progressivere Parteien ans Ruder gekommen sind. Von daher finde ich das ganz, ganz spannend, ob du da eine ähnliche Entwicklung siehst, dass das auch viele junge Frauen politisiert. Also beim meiner TikTok-Bubble merkst du das ganz massiv. Aber wie sich das auch so in die Fläche projiziert. Ich habe ja bei den Debatten auch mitbekommen, dass Harris zum Beispiel gesagt hat, dass Frauen da im Auto ausbluten, weil sie halt nicht versorgt werden, wo Trump meint, das stimmt gar nicht und dann bringt es hin und her. Also das ist ja ein Thema, was auch durch diese 11 Entscheidungen, die da anstehen, also diese, was du da angesprochen hast, ja durchaus auch eine Relevanz hat, was ich ja auch sehr, sehr spannend finde. Also kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen aus der Innenperspektive das uns nahelegen? Ich habe jetzt auch mir nochmal angeschaut, dass Melania Trump sich ja auch dafür ausgesprochen hat, für Selbstbestimmung, weil es ja wunderbar war. Ja, das Thema Schwangerschaftsabbruch spielt in ihrem Wahlkampf tatsächlich eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und ich sage auch was zu Melania, aber ich gehe nochmal in die Geschichte. Früher war die Frage, ob man für oder gegen Schwangerschaftsabbruch ist, gar kein parteipolitisch festgelegtes Thema. Ronald Reagan zum Beispiel war für ein liberales Schwangerschaftsabbruchrecht. Es gab in beiden Parteien gab es Befürworter und Gegner. Und es war tatsächlich eine gezielte strategische Entscheidung der Evangelikalen und der Republikaner, an diesem Punkt Wählerinnen und Wähler generieren zu wollen. Wir machen das jetzt zu einem Spaltungsthema zwischen Demokraten und Republikanern. Und der Hauptangriffspunkt war Dobbs, also in den USA heißen Gerichtsurteile, die haben immer einen Namen, dieses heißt Dobbs. Das Dobbs-Urteil, das nun leider tatsächlich beschlossen wurde mit der dank Trump konservativen Mehrheit, hat den USA-weiten Schutz von Frauen, der sagt, ihr habt ein Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch, aufgehoben. So, dann sagen Leute, naja, aber das heißt ja nicht, deswegen muss man jetzt nicht Schwangerschaftsabbruch verbieten, sondern was wir halt nur gemacht haben, ist es zurückzugeben an die Staaten.
Nur in den Staaten gab es den Kampf vorher schon und gibt es ihn jetzt auch weiter zwischen Republikanern und Demokraten. Und sie hatten in einigen Bundesstaaten sogar schon beschlossen, für den Moment, wenn das bundesweite Verbot aufgehoben wird, wie dann die Schwangerschaftsabbrüche in ihren jeweiligen Bundesstaaten verboten werden. Das heißt, mit dieser Entscheidung sind auf einen Schlag, haben ganz viele Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch machen wollen, das Recht verloren, das tun zu können. So, und dann haben noch weitere andere Bundesstaaten nachgezogen. Und die USA sind ein riesiges Land. Und wenn man sich, habt ja vorhin die Karte gesehen, wenn man sich mal so ein Territorium vorstellt im Süden, in der Mitte, da ist es einfach so weit bis zur nächsten Klinik in einem Staat, in dem Schwangerschaftsabbruch noch legal ist, dass es einfach für viele Menschen aus finanziellen Gründen gar nicht mehr möglich ist. Das heißt, es ist auch zu einer sozialen Frage geworden. Und das ist wirklich eine ganz, ganz furchtbare Entscheidung, die auch katastrophale Konsequenzen hat. Also das kann Trump leugnen, wie er will. Es gab gerade einen Bericht von ProPublica, die veröffentlicht haben, nach einer intensiven Recherche, zwei Geschichten, ich erzähle nur eine davon. Eine Frau, 28 Jahre alt, hat in ihrem Bundesstaat, in dem Schwangerschaftsabbrüche nur noch in ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen legal sind, in Georgia, hat mit den Tabletten, mit denen das ja mittlerweile auch geht, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen wollen. Dabei gab es Komplikationen. Dann ist sie zu einer Klinik gegangen und in der Klinik dürfen die Leute nur einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, wenn das Leben der Frau bedroht ist. Und die Ärzte konnten sich 20 Stunden lang nicht entscheiden, dann war sie tot. So, und das sind die Konsequenzen, die es im Moment gibt. Trump hat aber auch eines gemerkt. Früher war er übrigens für Schwangerschaftsabbrüche und ich möchte hier nicht spekulieren. Ja, möchte ich nicht. So, jedenfalls, Trump hat jetzt sich ja mit dieser Position vereint und hat die auch vertreten, hat dafür gesorgt, dass Dobbs so entschieden wurde. Hat aber gemerkt, das geht jetzt nach hinten los. Weil in vielen Bundesstaaten, in denen das jetzt Realität ist, vorher war es immer, wir wollen das ungeborene Leben schützen. Aber wenn du dann die Realitäten merkst vor Ort, wo es manchmal wirklich ganz tragische Geschichten gibt, da haben sich jetzt auch konservative Frauen und Männer aufgemacht und gesagt, wir wollen in unserem Bundesstaat das aber nicht. Und haben Referenden durchgeführt. Ich habe das ja vorhin gesagt, es wird 11 Referenden geben jetzt parallel zu den Wahlen, wo sie sagen, dann schreiben wir das in unseren Staatsverfassungen fest. Und während der konservative Teil der Republikaner und die Evangelikalen sagen, aber eigentlich wollen wir, wenn die Republikaner gewinnen, dass die Republikaner im Repräsentantenhaus nun auch ein bundesweites Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen durchsetzen, hat Trump gesagt, das mache ich nicht mit. Meine Linie ist, und er versucht da so den goldenen Mittelweg, das kann ja jeder Staat für sich entscheiden. Es gibt ja in Staaten total unterschiedliche Bedingungen, wo man sich fragt, was ist jetzt genau für die Frauen da unterschiedlich von Staat zu Staat? Aber das ist so die Variante, mit der er versucht durchzukommen. Naja, und Melania, ich habe auch gleich, als das über den Ticker ging, hier eine Frage auch aus Deutschland bekommen, was ist da los? Ich habe mich tatsächlich ein bisschen geärgert, weil es ist natürlich toll, jedermann, der sich für das Recht auf Abtreibung ausspricht, verdient Unterstützung. Aber Melania äußert sich eigentlich im Prinzip nie zu Politik, zu gar nichts. Und als der erste Wahlkampf durchgeführt wurde, in dem es ein Thema war, dass die Richter dort an den Gerichtshof kommen, in dem das dann entschieden wird, nichts habt ihr von ihr gehört, nichts, gar nichts. Und jetzt will sie einfach ein Buch verkaufen. So, natürlich ist das eine Nachricht, Briefträger beißt Hund. Ne? Es ist so dieses... Das ist eine konservative Frau, das ist natürlich, das waren überall Tickermeldungen, sie wurde überall eingeladen. Ich glaube ihr die Position auch. Ne? Das ist trotzdem eine gute und richtige Position. Aber das hätte ich mir ein bisschen früher und vielleicht auch ohne ein Buch dazu gewünscht. Deswegen hat mich das ein bisschen geärgert. Wenn es vielleicht hilft, die Position innerhalb der Republikaner noch ein kleines Mühe in die richtige Richtung zu bewegen, mag es auch gut sein, aber mein erstes Gefühl war nicht positiv. Sorry. Also keine progressive Revolution bei Trumps zu Hause. Ja, um Bücher zu verkaufen, äußern sich ja Leute immer sehr interessant. Das ist ja immer ganz spannend. Aber vielleicht auch nochmal, um weiterzuschauen, was sind denn aktuell so weitere wahlkampfentscheidende Themen? Also du hast ja einiges angesprochen, was jetzt auch Biden gemacht hat, also was ja auch positiv wahrgenommen wurde. Aber was sind jetzt wirklich die Debatten, die in den USA toben, sage ich mal? Es klingt so, als sei auch Migration wie bei uns da vorne mit dabei, aber wahrscheinlich sind auch die Themen Wirtschaft, Arbeitsmarkt etc. nicht weit hinten dran. Und ich finde vor allem auch nochmal spannend, wie sieht es denn jetzt gerade eigentlich aus mit dem Gesundheitssystem und der ganzen Frage? Also es gab ja mal diese Debatte um Obamacare, du hast jetzt auch nochmal mit dieser
Krankenversicherung für alle, wo man sich fragt, wie kann das überhaupt anders funktionieren? Also ist das gerade ein Thema? Finde ich einfach sehr spannend, weil wir ja auch ganz viele Debatten zur Gesundheitspolitik gerade haben. Ja. Also früher hat man immer gesagt, das Top-Thema ist die Wirtschaft. Nur es gibt dieses Zitat von Bill Clinton, was immer wieder zitiert wird, it's the economy, stupid. Was mich ein bisschen herausgefordert hat in diesem Wahlkampf, ist, dass das, was eigentlich wirtschaftspolitisch bewegt wurde, was wirklich viel war. Ne? Ich habe davor bestiegen, diesen Kampf für Build Back Better, staatliche große Investitionen, auch stärken gewerkschaftlicher Rechte. Da ist richtig viel passiert. Und es spielt 0,000 eine Rolle. Also wenn die Amerikaner sagen, the economy, was sie eigentlich meinen, ist, wie sieht es bei mir zu Hause jetzt aus? Das ist ja auch verständlich, das ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Als da die Benzinpreise gestiegen sind, Benzin ist ja so teuer und Brot ist ja so teuer. Aber das eigentlich wirtschaftspolitische große Rad, an dem dort gedreht wird, es ist natürlich einerseits wirklich ein bisschen kompliziert, sind nicht so catchy Themen, aber zum anderen haben es die Demokraten sich auch wirklich schwer gemacht, weil alles so elendig lange dauert und am Schluss nur noch ein kleiner Kompromiss rauskam, hatte auch keiner mehr Lust, das irgendwie zu feiern und zu sagen, hier ist was erreicht worden. Deswegen weiß es auch keiner. Also wenn ich mit meinen linken Freunden in den USA spreche, halte ich den Vortrag über Build Back Better, weil sie so, was? Noch nie gehört. So, gerade bei einem anderen Thema unterwegs sind. So, das ist ein bisschen frustrierend. Aber natürlich ist Wirtschaft im Sinne von, wie geht es mir persönlich, ein wichtiges Thema. Und hier haben wir das Problem, dass selbst wenn die Zahlen, wir haben gutes Wirtschaftswachstum, wir haben eine geringe Arbeitslosigkeit und die Inflation ist auch nicht mehr so schlimm wie vor 2 Jahren. Das klingt alles gut. Das ist aber für jemanden, der vor Covid ein höheres Einkommen hatte, vielleicht nur einen Job hatte und jetzt 2 haben muss und sich die Sachen im Supermarkt leisten konnte, dass jetzt die Preise nicht mehr schneller steigen, hilft dem nicht. Also für viele Leute ist die Lebensrealität weiter schlecht. Es gibt in den USA wirklich bittere Armut. Wer New York, habe jetzt dort Urlaub gemacht und ein bisschen die Stadt verlassen, ein bisschen nach Norden Richtung Kanada gefahren. Je weiter man nördlich fährt, desto ärmer wird das. Und das sind Häuser, die sehen aus wie ausgebombt. Und trotzdem pinseln die Leute dort mit Hand Trump an ihre Häuserwand. Weil für viele ist das eine, können wir zwar sagen, das hilft euch gar nicht. Der hilft euch nicht. Der macht die Reichen reicher. Aber das ist deren Form von Protest. Und wenn dann manchmal, wenn ich sowas erzähle, dann trifft man manchmal in Deutschland Leute, die so ein bisschen arrogant sagen, ah, die Amerikaner. Also müssen wir uns auch unsere Wahlergebnisse hier mal angucken. Es ist jetzt auch nicht so, dass das hier ganz anders wäre. Also das Thema Soziales, die Amerikaner würden sagen, the economy, ich übersetze das mit Soziales, ist ein wichtiges. Migration, da ist es leider auch so ein bisschen wie bei uns. Also real brauchen die USA Zuwanderung. Die USA haben zu wenig Leute und in ganz vielen Gegenden könnten die ohne Migranten gar nicht existieren. So, gleichzeitig wäre es auch falsch zu behaupten, dass Migration problemlos ist. Natürlich gibt es da Herausforderungen und Sachen klappen nicht und Dinge sind auch manchmal schlimm. So, dann hast du natürlich auch Hotspots. Wenn du der eine Ort bist, an dem Grenzpunkt, wo ganz viele rüberkommen und dann sind da mehr Leute, als in deinem Ort leben. Das ist dann natürlich auch eine Herausforderung. Das darf man auch dann sagen. So, und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Und dann hat man Leute, die wollen dieses Thema einfach ausbeuten. Also, ich weiß nicht, ob ihr das mit diesen Eating the Cats and the Dogs, der republikanische Bürgermeister, der republikanische Governor, die haben alle gesagt, das stimmt nicht. Wir brauchen die Haitianer hier. So, die Frau, die das mit der Katze erzählt, hat ihre Katze dann im Keller gefunden. So, die wurde nicht gegessen, sie hat sich dann entschuldigt dafür. Die Katze ist wieder da, es tut mir leid. Das hindert Trump und wenn es nicht, weil sie einfach böse Menschen sind, die versuchen aus realen Problemen oder ja manchmal nicht realen Problemen, daraus einfach Wahlkampfzunder zu machen. Und das ist wirklich furchtbar, aber in diesem Sinne ist Migration ein Thema und wie bei uns, alle gehen nach rechts. Also offenkundig haben sich die Demokraten entschieden, es ist nicht gewinnbar, wir brauchen die Wähler in der Mitte und deswegen werden wir das Thema Migration so bearbeiten, dass wir sagen, hätte Trump uns nicht blockiert, hätten wir die Grenze schon geschlossen. So, das ist jetzt sozusagen der Debattenstand zum Thema Migration. Sie versuchen natürlich ein paar Sachen, die wirklich sinnvoll sind, also mehr Beamte dorthin zu schicken, mehr Richterstellen und so, das ist auch gut. Das brauchst du auch, das will Trump alles nicht, der braucht das Thema ja. Der will das nicht lösen, die wollen das schon lösen, wenn auch nicht auf eine Weise, die ich gut finde.
Was leider gar nicht das Thema ist, was es eigentlich sein sollte, ist Demokratie. Also der Januar, der 6. Januar 2021, der hätte eigentlich das Ende der ganzen Trump-Geschichte sein müssen. So. Es ist für viele Leute, das ist sowas, ja, es passiert, fanden wir doof. Aber es ist kein Thema, das in den Schlagzeilen ganz oben ist. Es gab den Versuch, das Projekt 2025 so ein bisschen zu diesem Thema zu machen. Dabei handelt es sich um eine Schrift, die von verschiedenen konservativen Thinktanks, die alle mit Trump eng zusammenhängen und wissen, was er will. Natürlich hat er denen nicht den Auftrag gegeben, weil er es auch gar nicht kann. Sondern die haben gesagt, wie stellen wir uns einen rechten konservativen Staatsumbau vor, den Trump umsetzen würde. Und das haben sie alles niedergeschrieben und das ist schon gruselig. Also da geht es dann darum, in den USA, wie viele Beamte du entlassen darfst und neu einstellen darfst beim Regierungswechsel. Da geht es darum, wie du auf die Rechte der Bundesstaaten zugreifen kannst. Da stehen Kürzungen bei der Rente, bei der Gesundheit mit drin. Hier ein Wort zur Gesundheit. Das ist ganz lustig inzwischen. Während früher Trump gegen Obama, wegen Obamacare Wahlkampf gemacht hat, behauptet er jetzt einfach, dass er ja Obamacare retten wollte. Also er lügt wieder mal einfach, ne? Das ist sozusagen, es ist ja, dank mir gibt es das noch. Das gibt es nicht dank ihm, sondern dank John McCain, der gegen die Linie der Republikaner abgestimmt hat. Aber inzwischen ist Obamacare ein populäres Programm. So, ich würde jetzt nicht sagen, dass weitergehende Gesundheitsversorgungsprogramme, die notwendig wären, ganz oben auf der Tagesordnung stehen, aber ich sag mal, den Kampf hat Obama dann, wenn auch jetzt relativ spät, gewonnen. So, es könnte ein besseres Programm sein, aber das ist erreicht worden. Die im Projekt 2025 sollen die Rechte der Gewerkschaften eingeschränkt werden, Umweltbewegung, Fossilindustrie gestärkt und so weiter. Und Trump sagt, er hat mit dem ganzen Projekt nichts zu tun, er kennt die Leute nicht, die das geschrieben haben, was gelogen ist. Dann Außenpolitik spielt eigentlich in den USA keine große Rolle. Und ich muss an der Stelle sagen, der Ukraine-Krieg spielt eine ziemlich, im Vergleich zu Deutschland, eine ziemlich untergeordnete Rolle. Und ich bin, wie gesagt, ich bin kein Politiker, ich bin hier nur zu berichten. Die Kritik an den Waffenlieferungen, an den Sanktionen in den USA kommt ausschließlich von rechts. Also in den USA unterstützen die Demokraten bis hin zum linken Rand jede Waffenlieferung und jede Sanktion. Die Republikaner haben das Thema aufgemacht, wir müssen uns um die Invasion an unserer Grenze zu Mexiko kümmern, anstatt um die Invasion in einem Land, das wir gar nicht auf dem Globus finden würden. So. Also das ist ein bisschen so. Und die haben tatsächlich ernsthaft versucht, das zu blockieren. Das ist dann aber am Ende nicht dazu gekommen. Aber Ukraine spielt keine große Rolle. Was aber eine richtig große Rolle spielt, ist der Gaza-Krieg. Also da ist es so, dass es in der US-Gesellschaft eine Debatte gibt, die anders geführt wird als hier, wo auch innerhalb der jüdischen Community eine große Spaltung existiert. Also wo man sagt, da sind die Hälfte der Jüdinnen und Juden in krasser Kritik von Netanyahu. Und es ist auch in den Medien, die ganzen Leitartikel und also man hat jeden Tag krass kritische Artikel zu Israel in den US-Medien. So, das kommt, ist dann manchmal komisch, wenn man beide Medienwelten verfolgt. Und da finde ich mich auch immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Aber das ist wirklich ein wichtiges Thema, denn die Proteste, die an den Universitäten stattgefunden haben, das ist nicht einfach, wie die Bild-Zeitung schrieb, hier so ein antisemitischer Ausbruch von irgendwelchen Hamas-Freunden, sondern es gibt in den USA eine Tradition von Protesten an Universitäten, die weit, weit zurückreichen. Und das fand eben auch dieses Mal statt, und zwar an nahezu allen Universitäten. Und das hat das Land natürlich auch bewegt. Und dazu gab es auch Debatten, und die sind auch wichtig. Und es ist eben auch das Land, in Deutschland leben ja aus katastrophalen Gründen nicht so viele Jüdinnen und Juden, in den USA aber schon, mehr als in Israel. Und deswegen wird auch viel, viel stärker teilgenommen an den ganzen Debatten. Und das ist ein Thema, was massiv den Wahlkampf beeinflusst. Man muss sagen, vor allem auf der demokratischen Seite, weil die Politik von Joe Biden und Kamala Harris für letztlich bedingungslose Waffenlieferungen an Israel große Teile der demokratischen Wählerinnen und Wähler ablehnen. So, und da gibt es dann auch eine eigene Bewegung, die sagt, wir wählen nicht mehr die Demokraten.
Da würde ich dann wiederum sagen, naja, da verlange ich dann aber schon aus Wut den einen nicht zu wählen. Wenn man an dem Thema so interessiert ist, dann müsstet ihr euch auch die Programmatik desjenigen anschauen, der dadurch gewinnt, sozusagen. Weil Trump ist sozusagen jetzt da keine Hilfe für die Palästinenserinnen und Palästinenser. Im Gegenteil. So, aber das ist ausnahmsweise mal ein außenpolitisches Thema, was eine ziemlich große Rolle spielt. Ja, das sind, glaube ich, so die Themen, über die man im Moment streitet. Das hat mir meine Frage der Außenpolitik schon vorweggenommen. Das ist sehr gut, weil ich wollte sagen, jetzt mal ein Gewinnerthema für die Linke, aber das ist ja schon mit abgeräumt. Was ich total spannend fand, deinen Vortrag gerade nochmal, an diesem Kurzvortrag sozusagen, du könntest den genauso in den USA über Deutschland halten. Also irgendwie eine Regierung, die faule Kompromisse findet, die sie nicht feiern kann, das haben wir genauso mit der Ampel, die Leute, die irgendwie gegen ihre eigenen ökonomischen, sozialen Interessen wählen, wo man nicht genau weiß, warum das Thema Migration, das total hochgespielt wird, bei jeglicher Fakten. Also wir sind den Amerikanern, also den US-Amerikanern doch näher, als wir vielleicht denken, habe ich so das Gefühl. Und deswegen würde ich jetzt als finale Frage nämlich nochmal sagen, wie sieht es denn aus? Wir wissen natürlich nicht, wer gewinnt, wobei du kannst gerne einen Tipp abgeben, da gucken wir mal, ob es stimmt. Egal, ob es jetzt Trump wird oder Harris, und ich meine, eine gewisse Tendenz, wen ich kooperieren würde, kann man sich denken, und das sage ich wahrscheinlich auch. Aber was wären denn die Auswirkungen wirklich konkret auch nochmal auf Deutschland, also auch auf die Beziehung zwischen beiden Ländern? Was würde Trump, was würde Harris auch außenpolitisch eventuell bewegen? Also du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet, was für uns relevant wäre. Nee. Also das vielleicht nochmal so ein bisschen als Abschlussfrage, um beides miteinander zu verbinden. Also das Erste und Schlimmste, als Trump das erste Mal gewählt wurde, hat er, glaube ich, weltweit rechten Kräften und Parteien richtig nochmal Unterstützung geliefert. Also ich glaube nicht, dass Bolsonaro in Brasilien, Duterte in Philippinen, auch die AfD hier in diesem Maße gewonnen hätten, ohne dass jemand wie er die Grenzen des Sagbaren so verschoben hätte. Und das sieht man auch jetzt. Also Alice Weidel hat im ZDF-Sommerinterview gesagt, definitiv drücke ich Donald Trump die Daumen. So, also das ist kein Wunder. Das heißt, für die ohnehin schwierige Entwicklung hier in Deutschland wäre ein Wahlsieger Trump nochmal richtig schlimm. Also ich glaube, da ist es einfach ein weiterer Auftrieb für rechte Kräfte und für rechte Themen. Klima, wir haben ja unsere Erde nur einmal und nur von unseren Kindern geborgt. Jetzt muss ich noch, jetzt sage ich gleich noch das mit dem Indianer, mit dem Fluss da. Nee, mach ich nicht. Aber nee, jetzt im Ernst, also Donald Trumps Wahlslogan ist Drill, Drill, Drill. Der ist letztes Mal aus dem Paris Climate Agreement ausgestiegen und der würde das wieder tun. Der sagt irgendwie, die Unterstützung von Elektromobilität geht irgendwie in die falsche Richtung. Also mit dem ist völlig klar, der will die Erde brennen sehen. Dem ist das wirklich Schnurz. Dem geht es nur darum, ich bin alt, ich will nochmal gewinnen und was danach kommt, ist mir egal. So, und das ist natürlich dann für alle, auch für uns hier in Deutschland, ein Problem. Man konnte das jetzt ganz hübsch an dem Thema mit diesen schrecklichen Stürmen sehen. Ne? Als diese Stürme in den USA angekündigt waren, war die erste Linie von Donald Trump, gibt's ja nicht, ist nicht so schlimm. Und als sie dann da waren, hat sich in der rechten Bubble die Geschichte ausgebreitet, das haben die Demokraten gemacht. Die Demokraten haben die Stürme erzeugt, um den Republikanern zu schaden. Es gibt kleines Gutes im Schlechten innerhalb der Republikaner, erkennt man jetzt inzwischen schon an, es gibt einen Klimawandel, aber man sagt nicht, wir müssen die Ursachen bekämpfen, sondern wir müssen mit den Folgen umgehen. Das heißt also höhere Mauern und irgendwie sowas alles. Ne? Und das ist also für uns ein Problem, rechte Kräfte, AfD, Klima, Außenpolitik. Ich weiß ja, wir Linke finden die NATO nicht gut. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass nach 1990 ein klügeres Modell gebildet worden wäre, als der Warschauer Vertrag löst sich auf und die NATO bleibt einfach übrig. Aber auch wenn ich kein Freund der NATO bin, muss ich doch anerkennen, dass die Ansage von Donald Trump, dass künftig Russland doch ermuntert wird, Staaten zu überfallen, die nicht ihre Beiträge für die NATO bezahlen, ein Problem ist für die Sicherheitslage hier auf dem europäischen Kontinent. So, also dazu muss man jetzt alle historischen Debatten beiseite lassen. Es ist objektiv einfach eine Gefahr. So, sowas werdet ihr von Kamala Harris nicht hören. Also wir haben schon die Verantwortung, und das muss jetzt nicht militärisch sein, kann auch andere Wege suchen,
wir haben schon die Verantwortung, künftig die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent und auch für Deutschland in viel geringerem Maße abhängig zu machen von den USA. Das kann man, glaube ich, sagen, egal wer gewinnt. Aber mit Trump erleben wir das in einem Harakiri-Kurs. So, und das ist, glaube ich, was, was nicht mehr Frieden bringt. Also seine Vorstellung von, wir brauchen die NATO nicht, die NATO ist obsolet, ist ja nicht die Forderung der Friedensbewegung. Seine Forderung ist, wir wollen einfach nicht in Allianzen und Vertragssysteme eingebunden werden, sondern wir wollen einfach machen, was wir wollen, um unsere Interessen weltweit durchzusetzen und erwarten, dass die anderen uns folgen. So, und das ist keine gute Nachricht. Und deswegen, ich hatte das vorhin gesagt, wünschte ich mir, dass aus dieser Eierpopeia, wir mischen uns nicht ein, Situation in Deutschland, auch in der deutschen Politik, dass man da rauskommt und Stellung bezieht. Ich habe ja es gab einen Moment, als Trump in der Debatte da irgendwas Falsches über Deutschland gesagt hat, war das Auswärtige Amt, hatte einen seltenen lustigen Moment. Und es gab also einen Tweet, in dem stand, mit dem Klima und der Energie kriege ich nicht mehr zusammen. Ist alles ganz anders, als er es gesagt hat. Übrigens essen wir auch keine Hunde und Katzen oder irgendwie sowas. Anstatt dass dieser eine Akt von wir zeigen mal eine Position unterstützt wird, flippte hier die deutsche Politelite aus und fiel über das Auswärtige Amt her, um Gottes Willen. Man darf doch nicht den Präsidenten der USA, den angehenden Präsidenten der USA kritisieren. Ich finde, man darf das und man sollte das und man sollte dabei die eigenen Werte und Interessen auch im Blick haben. Also ich habe verstanden bei der nächsten Rede mit einem Kamala Harris-T-Shirt. Ich weiß aber nicht, ob meine Unterstützung den Demokraten in den USA jetzt so viel bringt oder ob das nicht eher negativ ist. Was ich auf jeden Fall sehr gut finde, weil ich das vorhin ein wenig despektierlich sagte, dass wir uns mit Linken am Boden auskennen, sieht man aber in den USA auch, wie es anders aussehen kann. Also für mich ist auch das, was Harris jetzt hingelegt hat, wirklich ziemlich beeindruckend, auch wenn ich genug Kritik an ihr habe. Ist es ja schon mal was, was irgendwie positiv stimmt, dass bei diesem ganzen Rechtsruck, bei diesen ganzen konservativ bis rechten, rechtsextremen Bewegungen da auch mal wieder eine etwas progressivere Stimme nach vorne kommt. Das ist ja was, was man zumindest als Positives auch noch aus diesem Abend mitnehmen kann. Abgesehen davon, dass du jetzt gleich noch für Gespräche zur Verfügung stehst, wie ich vorhin schon angekündigt habe. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß bei deiner restlichen Tour in den vielen wunderschönen Städten, in denen du bist. Und danke euch und Ihnen allen, dass ihr hergekommen seid. Und ja, freue mich jetzt noch auf die nächsten Debatten und Diskussionen. Und ich glaube, es sind noch ein paar Brezeln übrig. Haut rein. Und ansonsten, ja, schön, dass du da warst und spätestens bis morgen. Dankeschön. Dankeschön.